Hallo, hier sprechen Edgar Wallace. Seine Nachbarn. Moin moin und herzlich willkommen bei Edgar Wallace, seine Nachbarn, dem Podcast, in dem wir die Edgar Wallace Filme aus der Realto-Serie und mittlerweile noch einiges mehr besprechen. Mein Name ist Mats und dabei sind natürlich wie immer Fabian. Ich heiße nicht nur so, sondern ich heiße Sie auch herzlich willkommen. Okay, wow. Und Xavier ist auch dabei. Korrekt, hallo. Ihr Lieben, es fühlt sich schon wieder relativ lang an, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben. Es waren jetzt ja auch gerade die Osterfeiertage und ich habe so gar nicht irgendwas von euch mitbekommen. Was habt ihr so über die Ostertage getrieben, bevor wir mit unserem eigentlichen Film starten? Silvia. Hättest du ja auch mal fragen können, aber okay. Man kommt ja zu nichts. Man kommt doch im Alltag zu nichts. Ja, das stimmt. Richtig, wenn man im Alltag zu nichts kommt, habe ich mir einfach freigenommen, so ein paar Tage noch über Ostern. Das lohnt sich ja immer. Man nimmt sich 3 Tage frei und hat dann eine ganze Woche. Hab da so ein bisschen die Gegend rund um Halle, Leipzig und so unsicher gemacht. Hab ein Fahrrad mir eingepackt mit in den ICE und das Wetter war zum Glück sehr gut und hab da ja ein paar Fahrradtouren gemacht, weil mir aufgefallen ist, dass ich die Ecke so gar nicht kenne. Und es ist echt schön da. Also ich bin leider nicht ganz Richtung Harz gekommen. Das muss ich mir nochmal extra vornehmen. Also ein bisschen Fahrradtour, ein bisschen ausspannen, ein bisschen nichts tun. Fahrradfahren beschreibt sie als nichts tun. Ja, naja, ich meine, wenn man so in seinem eigenen Tempo vor sich hinradelt, dann kriegst du ja auch in 60 Kilometern entspannt was hin. Und ich habe mir dann noch ein bisschen so Hörspiele und Podcasts aufs Ohr gehauen. Und dann geht die Zeit auch gut rum. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ich war ja Anfang März für eine Woche in Dresden auf Klassenfahrt. Ist ja auch die Ecke so ungefähr. Mhm. Und es ist ganz nett, ne? Ja, alle Dresdner werden mich steinigen, aber ja. Ja, ich sag da, ich erlaub mir da jetzt mal keinen Kommentar. Aber ich meine, aus deiner Sicht, du, ja. Alles westlich von, östlich von Hamburg. Ja, alles südlich von Kassel. Du bist wieder in den Das ist ja alles südlich der Elbe ist Italien. Punkt. So, das ist doch vor allem unser Motto, Fabian. Genau. Deswegen bist du ja auch in den Norden gefahren. Genau, ich habe mich in den nördlichen Gefilden aufbewahrt. Deswegen, ich bin für einen Tagesausflug nach Dänemark gefahren. Wetter war Bombe, 15 Grad. Ich habe mir sogar einen Sonnenbrand geholt. Wenn schon für einen Tagesausflug. Ja, es passiert dir aber auch schnell, weil du dich nicht eincremst. Nö, sonst nicht viel. Ostermontag, Buffet essen, Kino, morgen wieder Kino. Welchen Film gab's? John Wick, den 4. Okay. Und morgen geht's in Dungeons and Dragons. Oh, der soll gut sein. Meine Freundin hat den in der Sneak Preview gesehen. Sie ist eingeschlafen. Aber ihre anderen Freunde, die dabei waren, fanden es gut. Der soll sehr gut sein, nur dass sie sich dabei eingeschlafen. Naja, wie gesagt, alle anderen fanden es gut. Naja, der Hobbit soll auch gut sein und ich bin trotzdem eingeschlafen. Ja, das liegt einfach daran, wenn du halt als Vergleich den Herr der Ringe hast und dann, ne, also, ihr wisst, was ich meine. Das hat aber bei mir auch nichts damit zu tun. Ne? Egal. Mats, was hast du so gemacht? Ich habe mein klassisches Osterprogramm abgearbeitet. Also bei mir ist Ostern immer sehr viel mit Familie verbunden. Wir sind eigentlich nicht so die gläubigen Menschen bei uns in der Familie, aber trotzdem nutzen wir die Ostertage halt als Anlass, um zusammenzukommen. Und ich war erst mit meiner Freundin 2 Tage bei ihren Eltern und dann sind wir am Ostermontag nochmal zu meinen Eltern gefahren und meine Schwester, Großeltern und so weiter waren auch alle da. Und das war sehr nett. Also ganz klassisches Programm. Und ich habe jetzt ja auch gerade meine Osterferien. Dementsprechend ist es jetzt alles mal etwas entspannter. Tja, Schüler wirst man sein, ne? Naja, mir graut es schon so ein bisschen vor der nächsten Woche, weil ich noch relativ viel vorzubereiten habe, aber wie ich mich kenne, werde ich das erst so die letzten 2-3 Tage so richtig machen und dann wäre es halt super viel. Man könnte das sicherlich auch ein bisschen entspannter machen, aber... Du weißt, was du zu tun hast. Tom hatte ja das Hausmittel dir genannt, von daher, you know what you have to do. Was war das nochmal, Kokain oder Heroin? Ich glaube, du kannst mit beiden arbeiten. Das ist, geht beides, ne? Geht beides. Der richtig harte Stoff ist Angel Dust. Du kannst es auch als Insulin tarnen. Ja, und das ist doch eine wunderbare Überleitung zu dem Film, den wir heute besprechen. Wir reden nämlich heute über das indische Tuch aus dem Jahr 1963. Ich bin schon sehr gespannt, was ihr von diesem Film haltet. Wir haben uns ja vorher noch, also manchmal tauschen wir uns ja so kurze Eindrücke aus, aber dieses Mal gar nicht.
Und ja, ich habe das Gefühl, dass wir vielleicht so ein bisschen aneinander geraten könnten. Aber bevor wir das machen, würde ich doch gerne mal ein paar Hintergrundinfos hören. Silvia, du hattest im Vorgespräch gesagt, dass du dich gerne vor Fabian schalten wolltest. Ich hasse sie jetzt schon. Ja, genau. Naja, um so ein bisschen zu erklären, woher eigentlich zumindest der Titel und so weiter kommen. Also, wir gehen zurück in den August 1931 nach London. Da wird ein Theaterstück aufgeführt, The Case of the Frightened Lady, das von Edgar Wallace stammt. Und das war auch das letzte Theaterstück, dessen Uraufführung er erleben konnte, weil er nämlich 6 Monate später starb, dann, also Anfang 1932. Das heißt, er hat auch nicht mehr den Film mitbekommen, der 1932 entstanden ist, der dann hieß The Frightened Lady, basierend eben auf diesem Theaterstück. Der wurde aber von seinem Sohn, Brian Edgar Wallace, umgesetzt, also das Drehbuch geschrieben, ja, und so weiter. Und da spielt auch eine mit, die wir kennen, nämlich Kathleen Nesbitt als Lady Lebanon. Oh, hilf mir bitte nochmal auf die Sprünge. Das Geheimnis der weißen Nonne oder so? Korrekt, da war sie nämlich Livia Emberday. Das war die alte Schrullige, oder? 1966 hat sie da mitgespielt. Genau. Also die ältere Dame da. Ja, die schrullige Alte. Die Mutter von den. Genau, also die hat damals schon mitgespielt. Und wo sie auch mitgespielt hat, war 1938. Da hat nämlich die BBC The Case of the Frightened Lady rausgebracht. Da war sie wiederum Lady Lebanon. Dann gab es auch noch eine Verfilmung aus Frankreich. Ich entschuldige mich für meine französische Aussprache. Ich kann kein Französisch. Quelqu'un a tué oder so ähnlich. Jemand hat getötet oder irgendwie so ähnlich heißt das dann übersetzt. Basiert auch auf diesem Theaterstück. Und dann kommen wir endlich mal ins Jahr 1933, wo das Buch The Frightened Lady veröffentlicht wird, das eben die Verschriftlichung von diesem Theaterstück ist. 1935 und 1948 wird das auch mal auf Deutsch veröffentlicht. Da heißt es Der Würger. Und erst 1956 wird das Buch auf Deutsch unter dem Titel Das indische Tuch dann mal veröffentlicht. Ich finde, das ist übrigens ein weitaus griffigerer Titel als zu Deutsch Die verängstigte Lady. Das stimmt, ja. Arbeitstitel des Films hieß ursprünglich, also jetzt zu dem Film, den wir sprechen, Der Unheimliche. Passt auch nicht. Nee, am ehesten vielleicht noch Der Würger, aber das kam ja dann später mal mit einem anderen Titel. Ja, und beim Würger habe ich meine, der Würger, das passt halt auf jeden Fall. Wir wissen ja alle, was im Sixer passiert ist mit dem indischen Tuch, ne? Also, ja. Also, wir haben dann noch einen Film von 1940, der wiederum The Case of the Frightened Lady auf Englisch heißt, auf Deutsch dann Der Schrecken von Max Priory. Den kann man auch aktuell auf YouTube anschauen oder müsste auch im Streaming zu sehen sein. Und was auch im Streaming zu sehen ist, auch wiederum The Case of the Frightened Lady, auch von der BBC, diesmal von 1983. Also es gibt insgesamt 6 Verfilmungen, die irgendwie auf diesem Theaterstück basieren oder damit zu tun haben. Und der einzige Film, der nichts mit dem Buch oder dem Theaterstück inhaltlich zu tun hat, ist der, den wir heute besprechen. Ach Mensch. Weshalb es kein Aber im Buch geben wird, so richtig. Weil der Film hat eigentlich nur die Namen gemein und so ein bisschen, wie die Leute miteinander zusammenhängen und das Mordwerkzeug sozusagen. Okay, ja, hat man sich bei Rialto mal wieder dazu entschieden, vom Buch abzuweichen. Fabian, was hast du denn noch für weitere Infos? Ich kann dir auch ganz genau sagen, warum sie vom Buch abgewichen sind, mein Freund. Sehr gut. Einfach ganz klassisch. Weil wir konkurrenzfähig sein wollten zu einer anderen Kinoreihe, die damals so sich in den 60er Jahren etabliert hat. Vielleicht könnt ihr erraten, welche Kinoreihe ich meine. Bond? Nee, auch Krimi. Stahlnitz? Wollte ich auch gerade sagen. Gut, ihr wisst, okay. Die ersten Agatha Christie-Krimis sind rausgeploppt und man wollte konkurrenzfähig sein. Warum, erkläre ich jetzt. Es gab ein erstes Drehbuch, was sich sehr an der Romanvorlage orientierte. Dieses Drehbuch wurde geschrieben von Egon Eis. So, den kennen wir ja schon. Aber aufgrund dessen, dass man bei den Agatha Christie-Filmen konkurrenzfähig sein wollte, hatte man sich überlegt, wir weichen ein bisschen von der Romanvorlage ab und geben das Drehbuch von Egon Eis den Georg Huderlack in die Händen und auf Basis von Egon Eis' Drehbuch ein neues verfasste mit dem Arbeitstitel Der Unheimliche. Und weil das auch nicht passte, haben wir das Ganze dann nochmal den Harald G. Pedersen in die Hand gedrückt, der dann den letzten Feinschliff gemacht hat und den Titel dann auch mit verkündete, ja, Das indische Tuch. Also 3 Versionen gab es quasi. Jo. Ja,
So, jetzt kommen wir noch zu einem weiteren Gimmick, weil das ja hier bei den Wallace-Filmen, glaube ich, der einzige Film ist, der sowas feiert. Es ist eine Art Kammerspiel. Mhm. Ja. Warum? Mhm. Ganz einfach. Man wollte einfach Geld sparen, somit wurden halt komplett auf Außenaufnahmen verzichtet und der Film wurde halt komplett im Studio gedreht. Mhm. Des Weiteren hat man auch auf eine gemalte Kulisse gesetzt. Das ist das, was wir in den Credits, beziehungsweise vor den Credits und nach den Credits sehen. Ja, was sehr theaterhaft, finde ich, wirkt. Also als ob so ein Vorhang nach oben geht oder so. Ja. Und sehr schick, weil das Ding würde ich mir auch bei mir im Zimmer aufhängen. Wenn du eher so in dem alten Schloss wohnst, dann vielleicht. Um Silvia direkt vorwegzukommen, haben wir auch in diesem Film so einige Klassiker der Musikliteratur. Einmal haben wir von Frédéric Chopin das Fantasy Impromptu Nummer 4, den B-Teil. Moment. Fantasie impromptu, bitteschön. Ja, also das ist, sagt diejenige, die gerade meint, ihr Französisch kennt. Französisch oder so. Ja, aber ich habe zumindest Musikwissenschaften studiert und das kriege ich gerade noch hin. Also. So, dann haben wir noch das Prelude im Cis-Moll von Rachmaninoff. Prelude. So sehen wir das vielleicht aufzählen. Nee, Bums, Alter. und der Anfang des ersten Klavierkonzerts von Tschaikowski. Ja, gut, ich kenne die Typen alle nicht. Ah, es schmerzt. Nie persönlich es getroffen. Es schmerzt gerade so. Aber ich kann diesen Typen halt aussprechen, diesen Ludwig van Beethoven oder so. Der ist von meiner Absicht. Ludwig van Beethoven und sein Liebestraum Nummer 3. War das richtig von Franz Liszt? Das war jetzt ein bisschen durcheinander. Ich sehe das hier nämlich auch gerade. Also der erste Satz, Adagio Sostenuto, der Mondscheinsonate von Ludwig van Beethoven erklingt und Liebestraum Nummer 3 von Franz Liszt. So. Dann so. Mann, Silvia verwirrt mich hier komplett. Schauspieler und Schauspielerin. Es verabschieden sich sowieso jetzt in der Reihe oder halt auch bei uns 3 Personen. Einmal Elisabeth Flickenschild, Adi Berber und Hans Nielsen. Frau Flickenschild und Herr Berber hatten jeweils 3 Filme bei den Rialto Wallace und Hans Nielsen 2. Moment, Elisabeth Flickenschild hat noch das Gasthaus an der Ja, Kante. Stimmt. Stimmt. Und das dürfen wir bitte nicht vergessen, weil da freue ich mich schon drauf. Ja, eigentlich sind es nur 2, die wir noch nicht kennen. Die Corny Collins, die Isla Harris spielt. Oder wie es in dem Hörspielvertonung des Films immer heißt, Isla. Habe ich mich vorhin sehr darüber aufgeregt, dass da immer Isla gesagt wird. Ich war auch sehr verwundert, als ich den Film mit Untertiteln geschaut hat, weil ich dachte, sie wird A-Y-L-A geschrieben. Ja. Und dann ist es halt so wie das englische Isle. War interessant. Aber Isla Harris. Isla Bonita. Isla. Ja. Ja, ich frage mich, ob dieser Name so geläufig ist. Also ich habe den jetzt im Film das erste Mal zumindest in dieser Schreibweise dann. Ja, ich kenne es auch eher so aus der türkischen Schreibweise sozusagen. Ja. Naja, ist ihr einziger Wallace-Auftritt. Mhm. Und es ist jetzt auch keine Schauspielerin, die ich persönlich großartig vermisse in anderen Filmen. Also die macht ihre Sache so okay, würde ich sagen. Die gute Dame lebt aber noch, bevor du jetzt was Falsches sagst, Mats, und sie sich über uns beschwert, beziehungsweise über dich beschwert. Ja, sie wird die Folge ja sicherlich hören. Natürlich, wie alle anderen auch, die noch leben. Also ich. Klar, das Postfach quält ja über. Genau. Ja, aber jetzt auch nichts, woher man sie großartig kennen würde. Und ich meine, die Rolle ist jetzt ja auch nichts, wo man großartig herausstechen könnte. Also es ist halt eher so eine Nebenrolle, finde ich. Ja. Genau, wer dagegen eine wirkliche Hauptrolle in diesem Film hat und wen man auch kennt, ist Hans Clarin. Das Gesicht zum Montag. Ich hoffe, ihr habt es alle gesehen. Ich fand's gut. Ja, also ich weiß nicht, was verbindet ihr mit Hans Clarin? Verbindet ihr irgendwas? Darf ich ganz ehrlich sein? Nix. Okay, krass. Das Einzige, was ich ja selber im Nachgang ja jetzt gelesen habe bei seiner Wikipedia-Seite, ist die 3 Fragezeichen, Folge 55, gekaufte Spieler. Echt, du verbindest nichts mit? Nö, ich habe Huibu nie gehört, Pumuckl auch nie gesehen. Okay, Mats? Ich hätte jetzt halt Pumuckl gesagt, aber ich habe Pumuckl zu einer Zeit geschaut, als ich noch nicht so interessiert daran war, wer jetzt wen spricht oder synchronisiert. Deshalb ist mir das jetzt auch erst bewusst geworden, als ich mal bei Hans Clarin in die Biografie oder Filmografie geschaut habe. Okay. Was ich aber auch noch interessant finde, er war ja auch bei Pippi Langstrumpf dabei. Ja.
Was ich auch mal als Kind geschaut habe, dementsprechend müsste er mir auch daraus bekannt sein und aus den Mumien. Das sind aber andere Mumien. Ach so. Es gibt zwei Mumien-Sachen, einmal mit irgendwie so Puppen. Da war er dabei und ich kenne aber die Mumien als Zeichentrick. Ach so, ich meine auch die Zeichentrickserie. Ja, ich habe mich nämlich vorhin auch sehr gefreut über die Mumien, als ich das gelesen habe und dann festgestellt, nee, das ist aber was völlig anderes. In den Zeichentricksachen ist nämlich Thomas Fritsch der Erzähler. Ja, oh, aber auch toll. Ja, auch toll. Aber vielleicht haben wir dann echt so ein Nord-Süd-Gefälle, weil ich total viel mit Hans Clarin verbinde. Also ich bin einfach mit Pumuckl, vor allem mit den Hörspielen aufgewachsen. Die Fernsehsendung dann auch, ja. Huibu habe ich jetzt nie so wirklich gehört. Ich habe mir vorhin noch mal eine Folge angehört. Er hat da aber zum Beispiel auch im Film mit Bulli Herbig mitgespielt. Da war er nämlich der Kastellan. Ja, das war sein letzter abgeschlossener Film. Genau, genau. Der Film ist auch erst nach seinem Tod veröffentlicht worden dann. Und bei den Europa-Hörspielen von Asterix war er der Asterix. Und wo ich ihn auch herkenne, das guckt man halt echt nur in Bayern, ist der Komödienstadel und das Chiemgauer Volkstheater. Da hat er auch viel mitgespielt und da ist er halt einer der Volksschauspieler gewesen und gerade in den älteren Rollen und so. Und da spricht er auch total anders als halt als Pumuckl und Huibu hat er ja eine total andere Stimme drauf, auch immer so einen ironischen Unterton und so. Er hat auch wahnsinnig viel gespielt, also auch so viel Krimi und Dramasachen und so und auch viel Theater und alles. Also einfach eine sehr große Bandbreite. Und ich finde gerade seine Mimik Wahnsinn, vor allem in diesem Film. Also, ja, Wahnsinn im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ja. Sag ja, Gesicht zum Motor. Und bevor Fabian jetzt wieder kommt, er hat auch im Traumschiff mitgespielt, aber ich kenne ihn nicht daher, Fabian. Ich hätte jetzt noch gesagt, Rosamunde Pilcher oder so. Nee, noch Traumschiff nicht. Ja auch erst seit ein paar Jahren. Traumschiff ja auch erst seit ein paar Jahren und ich habe die alten Sachen. Also Cayman Islands kenne ich nicht. Ich war erstmal überrascht, dass der hieß ja gar nicht richtig Clarin, das war ja nur ein Künstlername, sondern einfach so ein richtig klassischer deutscher Name. Hans-Joachim Schmidt. Ja, aber das ist auch klar, dass du mit dem Namen nicht weit kommst. Max Power. Ja, apropos Künstlername, das kann man hier nochmal kurz ein. Du heißt jetzt anders? Möchtest du uns mitteilen oder was? Nein, aber Alexander Engel, der den Reverend Hastings spielt, heißt eigentlich Kurt Ludwig Wilhelm Engel, hat sich aber den Künstlernamen Alexander gegeben, um Verwechslung mit dem Musiker Kurt Engel zu verhindern. Und da denke ich mir so, da hätte man sich auch einen cooleren Namen als Alexander nehmen. So, jetzt komme ich noch um die Ecke. Corny Collins hieß auch nicht so, sondern tatsächlich Gisela Schimanski. Ja gut, da wahrscheinlich ist eher Schimanski. Aber anders geschrieben als der Schimanski. Ja, wollte ich gerade sagen, um Verwechslung zu merken, aber das war danach. Ja, nicht verwandt mit Horst. Kinder, ich habe noch eine Kleinigkeit bezüglich Schauspieler und Schauspieler. Wilhelm Vorweg. Ja. Spielt hier den Lord Lebanon. Ja, den kennen wir ja auch schon. Eigentlich ist er für die Gestaltung zusammen mit Walter Kutz, ja, Szenenbilder etc. pp. Man hat ihn aber für kürzere Rollen eingesetzt, besonders ältere Personen oder dergleichen. Und da man ihn für diesen Film halt einfach keinen Aspach uralten Mann findet, hat man ihn einfach genommen. Und jetzt kommt es noch weiter, man war mit seiner Stimme nicht hundertprozentig zufrieden, deswegen hat man ihn synchronisiert. Das heißt, man hat diese zwei, drei Sätze, die der Lord Lebanon spricht, synchronisieren lassen. Ja, das ist interessant. Und deshalb kommt mir wahrscheinlich die Stimme auch bekannt vor. Das ist nämlich Eduard Vandrei. Vandrei. Oh, ja. Also mir liegt sie auch irgendwo im Kopf. Frag mich nicht, wo oder so. Was ist, wer hat das? Man hört es gerade. Ja, ich gucke gerade. Nein, die Stimme, die kommt mir echt bekannt vor. Und ich habe aber blöderweise natürlich nur bei Wilhelm Vorweg geguckt. Also was ich bei Wilhelm Vorwerk auch interessant finde, der war in sehr vielen Wallace-Filmen dabei. Ja. Aber halt wahrscheinlich dann wirklich nur in so ganz kleinen Rollen. Also ich sehe hier Der Mönch mit der Peitsche, Die blaue Hand und von Blackwood Castle, Den Bann des Unheimlichen, Gorilla von Zoo, Mal mit dem Glasauge. Das sind alles Filme, die wir besprochen haben. Und er kommt mir da jetzt in keinem Film gerade so richtig bekannt vor. Deswegen. Also steht zum Beispiel auch beim Mann mit dem Glasauge jetzt nicht in der Besetzung mit drin. Nee. Muss man mal so ein bisschen drauf achten, wenn man den Film jetzt nochmal ein weiteres Mal guckt. Und sich vielleicht Fred Feuerstein vorstellen. Also den hat er zum Beispiel gesprochen. Aber
Den habe ich nicht so sehr im Ohr. Ja, ich wette, ich... Haben wir erst an Weihnachten mit der Familie geguckt. Ja, sonst noch, um kurz das Ding rund zu machen. Richard Häusler kennen wir noch nicht. Der spielt den Arzt Dr. Emerson, muss man aber nicht so viel drüber sagen. Wir werden ihn noch in 2, 3 weiteren Wallace-Filmen haben, nämlich bei der seltsamen Gräfin und bei Zimmer 13. Zimmer 13 als großartiger Gangsterboss. Mhm. Ja, da können wir uns also drauf freuen. Hier auch eher eine Nebenrolle. Ja. Dann würde ich sagen, können wir doch wunderbar in die Besprechung des eigentlichen Filmes starten. Vorher muss Silvia uns natürlich, wie gehabt, den Klappentext. Ja, ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Die untereinander völlig zerstrittenen Erben des ermordeten Lord Lebanon müssen eine Woche zusammen in seinem Schloss verbringen, um sich auszusöhnen. Sonst verfällt ihre Erbschaft. Doch in dem alten Gemäuer treibt ein Mörder mit einem indischen Tuch sein Unwesen. Habt ihr diesen Film geguckt? Das war's schon? Ja. Ich dachte, da kommt noch was. Habt ihr diesen Film geguckt? Also, ich weiß nicht. Irgendwie erwarte ich da ein bisschen was anderes. Es klingt halt einfach so, als wenn halt die Erben halt da sind und es läuft noch ein anderer herum. Aber ja. Es klingt einfach so verfälscht, fremd. Ja, und dieses sonst verfällt ihre Erbschaft klingt für mich auch ein bisschen falsch. Also so ein bisschen Escape Room-mäßig. Ja. Also ich meine, gut, ist es ja auch auf eine Art ein Non-Escape Room oder so. Also es macht das Ganze noch kammerspielartiger, als es ist. Also der Film ist ja nicht mal richtig Kammerspiel, ne? Also an sich ist der Kammerspiel, also ein gutes Kammerspiel ist ja wirklich, wo die Kamera ohne Schnitte ja auch arbeitet. Es ist hier einfach nur das Kammerspiel, das es halt an ein und demselben Ort stattfindet. Ja, aber eher in einem Gebäude und nicht in einem Zimmer. Also ein Kammerspiel ist ja eher was auch auf einer Theaterbühne sozusagen funktionieren würde. Also wie klassisch zum Beispiel jetzt hier Hitchcocks Rope. Also das ist ja wirklich ein richtig originales Kammerspiel. Ja, oder was ich letztens erst geguckt habe bei Anruf Mord. Da ist es auch ziemlich krass. Ja gut, der Klappentext verrät zumindest nicht zu viel. Das stimmt, ja. Könnte man ihm jetzt positiv auslegen. Er verrät nicht zu viel, aber er verrät irgendwie auch fast gar nichts. Also ja, er stellt so ein bisschen die Prämisse da, ne? Das, was wir in der ersten richtigen Szene so... Ja, aber dieses völlig zerstritten sind sie jetzt ja auch nicht, aber okay, naja. Und es geht ja erstmal mit einem Bild des Anwesens Marks Priory los. Ich habe vorhin noch mal kurz recherchiert, was Priory denn überhaupt bedeutet. Und das ist quasi wie ein Kloster, nur kleiner. Mhm. Eine Art Kapelle. Ja gut, ich meine, der Prior ist ja auch eine Funktionsbeschreibung wie ein Abt oder so. Das weiß ich nicht. Aber das deutsche Wort ist auf jeden Fall Priorat. Mhm. Und es ist aber schon noch ein Gebäude, in dem Mönche und Nonnen leben. Nur halt kleiner als ein Kloster. Mhm. Also, ja, und wir befinden uns wohl in Nordschottland. Zumindest wird das in der Hörspielversion gesagt. Ich habe das jetzt aus dem Film nicht so richtig rausgekriegt, wo es ist, aber... Es wird auch in der Telefondurchsage, es wird in der Nachrichtendurchsage ein Ort genannt. Und dann meint, glaube ich, der Butler, das sind wir. Ah. Ich habe mir jetzt nur leider den Ort nicht notiert. Okay. Ja, auf jeden Fall sind wir in Nordschottland. Genau, irgendwo an der Küste vom Festland, abgeschnitten irgendwie. Und wir bekommen erstmal einen Blick auf Edward Lebanon, also Hans Clarin, der Klavier spielt mit einem Pferd im Zimmer. Ja. Da steht normal. Ein Pferd auf dem Flur. Und oh, schön, denk mal norddeutsche Musik hier mit reinbringen. Ne? Ja, und ein Beethoven steht auch noch rum. Ein ganz kleiner. Ja, wo? Ist das der Sockel, wo dann später auch die Sachen aufgenommen werden? Ja, ja. Also, echt, das ist Beethoven? Ich hätte ihn fast gar nicht erkannt. Das ist Ludwig van Beethoven, ja. Ich habe nur dieses bekannte Bild von dem jetzt gerade im Kopf. Ja, doch. Aber diese Fabian kann ihn zwar aussprechen, aber er weiß nicht, wie er aussieht. Von Beethoven. Ja, aber keine Sorge, das hört der nicht mehr. Okay. Auch verstehe ich. Ah, ja. Witzig. Ja. Ich kenne ihn nur von Sketch History. Ist auch gut. Wow, okay. Ja, aber wir hören gar nicht Beethoven, sondern wir hören schon das Stück, das uns sehr, sehr oft begegnen wird. Nämlich, ich lasse es nicht Fabian sagen, Fantasie en Prompte, den Mittelteil von Chopin. Wir haben gleich so eine romantische Stimmung. Ich finde, der Film startet sehr ruhig im Vergleich zu anderen Wallace-Filmen. Ja. Bis das Gebelle losgeht. Ja. Ich finde dieses Stück auch
sehr passend zum Film. Also das macht ein gutes Setting, schafft eine gute Stimmung. Irgendwie ist es auch bedrohlich auf eine Art. Und was ich mich schon da in der Szene und eigentlich den ganzen Film über gefragt habe, ob Hans Clarin selbst Klavier gespielt hat. Ich habe es nicht rausfinden können, aber zumindest was er spielt, die Handbewegung wirkt sehr echt. Jetzt gerade im Vergleich zu anderen Filmen, das sieht man ja teilweise, irgendwer spielt Klavier, aber man sieht nie die Hände, weil der Schauspieler eh nicht Klavier spielen kann. Das, was er tut, das wirkt rhythmisch richtig, auch von den Tönen, glaube ich, ganz okay. Ich weiß es nicht, ob er es selbst konnte. Es sieht, finde ich, auch realistisch aus. Ich habe ebenfalls drauf geachtet und wie du schon meintest, ne, von der Rhythmik her, auch von den Abständen zwischen den beiden Händen, also dass links halt den Bass quasi spielt und rechts die Melodie, das passt schon. Wäre interessant. Lady Leverdon ist auch dabei, die chillt da im Sessel, hört sich das Ganze an. Wir lernen auch schon den Butler Richard Bonwit kennen, der kommt nämlich rein und verkündet, dass Dr. Emerson da sei. Der wird kurz vorm Hundenbüschen begrüßt und Lord Leverdon ist zu dem Zeitpunkt ja noch nicht tot, sondern im Arbeitszimmer und soll eigentlich von Dr. Emerson besucht werden. Aber Lord Leverdon wird im Arbeitszimmer angerufen. Keiner scheint dran zu sein und währenddessen werden wir dieses klassische, ne, hallo, hallo, ist da jemand? Wie wir das aus anderen Filmen kennen haben, kommt ein Unbekannter ins Zimmer und erdrosselt den Lord mit einem Tuch. Und wir sehen dann halt aus der Ego-Perspektive den Mörder dabei zu, wie er den Lord erdrosselt. Mhm. So. Und da stellen sich mir einige Fragen. Mhm. Wo wir jetzt richtig... Spoiler. Ja. Jetzt schon? Naja, müssen wir, weil bei der Szene gibt es Fragen. Ja. Lord Edward ist ja der Mörder mit dem indischen Tuch. Und wir lernen ja später kennen, dass immer ein Tonband lief, während er seine Morde begangen hat, damit niemand ihn verdächtigt, weil, man denkt halt, er hat Klavier gespielt. Jo. Und in dieser Szene ist es ja so, dass das Klavier auch weiterläuft, während der Lord erdrosselt wird und hört erst kurz danach auf. Ich habe mich aber gefragt, ob es in dieser Szene wirklich auch ein Tonband ist, weil da müsste man eine kurze Unterbrechung gehört haben. Er muss das Tonband ja anstellen. Theoretisch war die Lady Leverdon auch noch mit im Raum. Nee, die geht doch raus. Die geht raus und begrüßt den Lord Amersher. Ja, den Doktor. Gut, die hätte aber sie geht ja danach wahrscheinlich wieder zurück ins Zimmer. Ja, oder die sammeln noch eine Runde. Oder das, ja. Aber ich finde, es gibt zumindest einen triftigen Grund dafür, dass es eigentlich kein Tonband sein kann, nämlich eben den, dass man da eine kurze Unterbrechung hätte hören müssen, weil er muss das Tonband erst anstellen. Das müsstest du aber immer hören, weil du immer ihn spielen siehst, dann im Hintergrund die Musik weiterläuft und dann ein Mord passiert. Also du müsstest jedes Mal eine Unterbrechung haben. Ja, das heißt, da haben wir eigentlich schon... Oder er spielt nie und das ist eigentlich auch nur ein Fake-Klavier, was aber auch nicht funktioniert, weil du einmal siehst, wie sich die Seiten... Das Ding ist gar nicht angeschlossen. was nicht funktioniert, weil du einmal siehst, wie sich die Seiten bewegen. Also es ist ein technisch cooler Kniff, aber er funktioniert realistisch nicht. Und dann stellt sich mir noch eine andere Frage, nämlich wer hat denn angerufen? Ja, wer steckt mit dem Lord Edward unter einer Decke? Oder vielleicht hat der selbst aus dem Nebenzimmer angerufen und halt einfach nicht rangegangen. Jo. Ja, kannst du auch haben. Könnte sein, ne? Aber Silvia, sind das auch die Fragen, die du dich... Okay. Das sind aber auch Fragen... Wie schön ihr hier die Plotholes aufreißt, das ist herrlich. Ja, aber das muss ich gleich sagen, das sind halt Fragen, wenn man über die nicht nachdenkt, dann funktioniert's. Aber wenn du einmal darüber nachdenkst, dann hast du den ganzen Film lang ein Problem. Und es sind auch Fragen, die sich einem erst stellen, wenn man den Film schon mal gesehen hat. Richtig. Also insofern funktioniert es hier in diesem Prolog, aber eigentlich ist es ein dicker Fehler, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall haben wir dann ein Bleiben Sie am Apparat, ich verbinde Sie, das ist die Eva Ebner. Und dann das klassische Hallo, hier spricht Edgar Wallace. Und wir landen in den Intros und hören quasi dieselbe Melodie noch einmal, nur jetzt in einer jazzigen Saxophon-Variation. Schrecklich. Die viel zu fröhlich wird. Genau, schrecklich, viel zu fröhlich. Na, ich finde das sau cool. Also ich hatte das die ganze Zeit als Ohrwurm. Mir gefällt das voll gut. Ich sagte doch, diese Besprechung wäre also auf jeden Fall... Ich weiß nicht, was Frédéric Chopin dazu sagen würde, aber im Prinzip ein Impromptu ist auch nur eine Art Variation. Wie der lebt nicht mehr. Können wir den nicht anrufen? Nein, der ist leider schon gestorben, weil das Stück aus den 1830ern ist. Ne? Das ist doch nicht mal lange her, also gut. Ja. Also ich schließe mich da Mats an, die Musik ist einfach mega unpassend zu dem, was einfach vor dem Film oder vor den Credits passiert ist. Ja, aber das ist wieder typisch Wallace-Film. Es macht aber sehr viel Stimmung kaputt, die vorher aufgebaut wurde, finde ich. Es killt so den Vibe. Ich finde, es ist eher so Farbfilm-Wallace-Musik. Ja, es hat mich sehr an den Hund oder auch den Gorilla erinnert.
vom Stil her, ja. Hat Peter Thomas schon die Musik gemacht? Ja, hat er. Aber nach den Credits sind wir dann auf Mark's Priory und die gesamte Familie Lebanon ist versammelt. Wir sehen auch zum ersten Mal Frank Tanner, das ist der Anwalt der Familie, Heinz Drache, für ihn sehr passenden Rolle, finde ich, der eben das Testament vorliest. Und es wird zunächst der vorletzte Wille verlesen. Mhm. Und das Erbe beläuft sich auf über 1 Million Pfund. Was ist der Background zwischen Lady Lebanon und Dr. Amersher? Weil die beiden haben ja irgendwie Dreck am Stecken. Der eine erpresst den anderen, der andere muss für den anderen was vertuschen. Ja. Ich habe es nicht so ganz rausgekriegt, was da überhaupt Phase also, ist. Was ist irgendwie so am Rande so vorbeigegangen? Also der Doc hat irgendwie Medizin unterschlagen oder so. Ja. Okay. Ein ganzes Schiff voll oder irgendwie so ähnlich. Also so ein ganzes Schiff verschwinden lassen. Boah. Also auf jeden Fall größere Mengen und sie weiß davon Bescheid. Und will aber, dass er die Todesursache faked zum Wohle ihres Sohnes. Also das habe ich mir rausgeschrieben. Ich glaube nicht zum Wohle des Sohnes, weil ich habe jetzt genug Krimi-Hörspiele gehört oder dergleichen. Wenn es ein Testament gibt, beziehungsweise was zu erben gibt und derjenige ist ermordet worden, dann wird das Testament erst dann verlesen, wenn dieser Mord geklärt ist. Ah ja, das wird's zumindest erklären. Ich hatte mich nämlich auch gefragt, ob die Lady Lebanon da irgendwie doch schon mehr über ihren Sohn weiß oder vermutet oder ihn da versucht zu decken und dann die Todesursache verschweigt. Ich glaube eher, sie schiebt ihren Sohn vor, weil, wenn ich das richtig rausgehört habe, ist es ja nach dem Tod von Lord Lebanon nur 14 Tage bis zur Testamentvollstreckung. Ja, aber sie meinte ja auch, es wäre tragisch für seine Karriere, wenn rauskäme, dass sein Vater ermordet wurde. Wo ich mir denke, also heutzutage ist das doch eher so, oh mein Gott, der arme Junge. Sein Vater ist ermordet worden und dann ist man doch eher gleich mal auf der Mitleidsschiene. Und wenn dann jemand noch so romantische Musik spielt, oh, die ganze Trauer drückt er in seiner Musik aus. Das wäre doch viel richtig. Besser ja, für die Karriere. So und wenn er dann noch beim Supertalent auftritt, ne, dann hat er es direkt dingfest, das Ding. Ja, eben. Ja, vor Dieter Bohlen, hammermäßig, mega geile Nummer, tolle Alter. Nummer. Also, ja. Ja, kann ich gut verstehen. Ich hatte mich bei der Aussage halt auch gefragt, ob sie da nicht wirklich irgendwie mehr weiß, weil das auch so verdächtig wirkte irgendwie. Ja, ja. Es wird ja dann auch im Testament vorgelesen, also, ne? Ja, ja. Was ich mich da aber noch frage, die anderen Menschen, die da alle da sind, wie hängen die alle mit der Familie zusammen? Also wir können ja mal... Soll ich dir das einmal vorlesen? Ja? Ich habe mir das alles notiert. Hast du dir auch so einen Stammbaum gekritzelt, wie Silvia das eines Tages mal getan hat? Nee, ich habe mir jetzt einfach hier Notizen. Ach, das ist einfacher, habe ich gehört, ja. Ja, also wir haben Lady Lebanon, genau, das ist die Witwe des verstorbenen Lord Lebanon. Edward ist natürlich ihr Sohn. Mhm. So, dann haben wir Sir Hockbridge, der ist Edwards Onkel, dementsprechend der Bruder von Lord Lebanon. Das gleiche gilt auch für den Revenant, oder? Das ist der Vetter. Okay. Das wird auch gesagt. Ja, genau, das wird gesagt. Und Peter Ross ist der uneheliche Sohn des Lords. Also nicht der Sohn der Lady, sondern von einer anderen armen Mutter, wie auch immer. Richtig. Und die Isla Harris ist über dessen irgendwie sieben Ecken verwandt oder so. Über sieben Ecken mit den Lebanons verwandt, so, ja. Also sehr entfernte Verwandte. Und dann haben wir noch Mr. und Mrs. Tilling. Also Mrs. Tilling ist eine ehemalige Lebanon Craig und hat dann den Mr. Tilling geheiratet, der ist eigentlich gar nicht Teil der Familie, der kommt aus den USA und ist jetzt halt angeheiratet. Ja. So. Aber die Lebanon Craig, die stammt aus den ärmeren Verhältnissen der Familie und erst durch die Heirat mit dem Mr. Tilling erst zu dem Geld und zu dem Wohlstand etc. pp. Gekommen Bei ist. Bei der Mrs. Tilling wird jetzt ja auch nicht konkret gesagt, in welchem Verwandtschaftsverhältnis sie steht. Ah. Also sie hat ja nur diesen ehemaligen, also sie hieß ja mal Lebanon Craig. Ich würde dasselbe so machen wie die Isla, also auch wahrscheinlich über mehrere Ecken oder so. Und der Arzt, ist der auch irgendwie verwandt? Das ist der Arzt der Familie. Ach so, deshalb ist der Erbe richtig. Ja gut. Aber nicht der Butler und nicht der Chico. Die sind wiederum nicht erberechtigt. Also finde ich alles ein bisschen, naja. Der Butler kriegt ja später was, ne? Also ja, aber erst später und nicht, also gut, er muss quasi nicht den Escape Room mitmachen, sondern er kriegt sowieso was. Auch der cheatet. Der hat den Vertrauensvorschuss bekommen damals. Alter Hacker. Dort. Ja, und der Chico, der arbeitet ja einfach da und der wird ja eh so ein bisschen herablassend behandelt, deswegen. Wir haben ja schon vorhin im Klappentext gehört, die Erben müssen halt 6 Tage und 6 Nächte gemeinsam verbringen, um eben die kaputten Familienverhältnisse wieder hoffentlich in Ordnung zu bringen. Und Tanner ist derjenige, der das Ganze so ein bisschen überprüfen soll. Peter Ross stellt dann noch die Frage, was denn passiert, wenn einer der Erben stirbt. Also der wird ja so ein bisschen so inszeniert, als ob er es
sein könnte, aber für mich war er halt die ganze Zeit überhaupt nicht verdächtig. Ja. Wegen dieses Sarkasmus. Was dagegen ein bisschen verdächtig war, ist, wie der Anwalt der Ayla zuzwinkert und sie auch ihm. Also ja, habe ich auch so interpretiert. Ja, das ist dann halt so eine unnötige Liebesgeschichte, die da aufgemacht wird, aber auch nicht so richtig zu Ende gebracht wird im Laufe des Films. Man kennt das ja aus jedem Horrorfilm. Wenn die letzten beiden so Männlein, Weiblein überleben, dann ist es halt so, dass sie sich automatisch sympathisch finden und knickknack und Last Man Standing. Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes, Baby. Wow. Ja, was ich auch sehr witzig fand, ist, wie der Reverend durch eine Zeichnung charakterisiert wird. Ja, das ist gut. Weil Peter Ross ja ihn zeichnet als so echt geldgeilen Menschen. Oder man sieht das ja häufiger in diesen alten Filmen, besonders in Schwarz-Weiß-Filmen, wenn da ein Ami an einem englischen Tisch sitzt, dass man den erstmal rund machen muss, weil er halt Amerikaner ist. Mhm. Ja. Habe ich zu Genüge schon erlebt. Wahrscheinlich Madeira gerührt, weil die Engländer die ehemalige Kolonie und so. Ich kann zumindest sagen, dass das auch im Buch vorkommt, dass es da auch einen Butler aus den USA gibt. Auf jeden Fall heißt es auch, ja, was soll denn das, dass wir da einen aus Amerika haben? Und da ist aber dann der Grund irgendwie, um die Familiengeschichte zu verschleiern. Und da darf es eben kein Brite sein, weil in England das keiner mitkriegen darf, das große Geheimnis. Deshalb nimmt man einen aus Amerika. Boah. Ja. Aber ihr wisst, was ich meine, ne? Dass das dieses Amerika-Bashing früher so irgendwie gang und gäbe war? In den Filmen, in den Hörspielen oder so? Ist es heute ja auch noch. Aber also England hatte damals ja noch politisch oder weltpolitisch noch eine etwas wichtigere Position als heute. Und die USA waren etwas weniger wichtig oder gerade so auf dem aufstrebenden Ast. Und ich glaube, man hat da die dann einfach so ein bisschen belächelt, ne? Von wegen, das sind ja die dümmeren Engländer so. Jetzt ist es eher andersrum, jetzt sind die Engländer die Proleten. Ja. Ja. auf Malle. Die ja schon aus Urlaubsorten verbannt werden, weil die einfach proletenhaft sind. Herrlich. Aber ich habe ihm den Amerikaner abgenommen. Weil er eine Pistole hat. Nee, auch so von seinem Auftreten her. Irgendwie habe ich ihm das abgenommen, dass er da. Aber ist dann Deutsch war gut. Das meine ich eben, das ist ja das Schwierige, wenn du das auf Deutsch machst, kannst du nicht so richtig mit einem Akzent arbeiten. Ich weiß, was du meinst. Also besonders, wenn er dann später zu seiner Frau sagt, von wegen, ich komme aus einfachen Verhältnissen, ich habe mich hochgearbeitet und so, also von wegen so American Way of Life und so. Ja. Ne? Das ist wirklich sehr amerikanisch, ja. In der darauf folgenden Szene, nachdem Tanner dann das Zimmer verlässt, werden nochmal ein paar Personen so ein bisschen weiter charakterisiert. Also Richard, der öffnet dann ja eine Box, von der er nicht weiß, was es ist. Und dann läuft daraus eine Vogelspinne. Und die gehört halt Hockbridge. Und der wird da halt so ein bisschen als Abenteurer und Entdecker charakterisiert. Ne? Der dann in die exotischen Länder reist und dort Abenteuer erlebt. Fand die Szene aber so ein bisschen komisch. Also ich glaube, die sollte... Passt aber nicht zu den Signature-Jungen, mit der eigentlich als Sir John ja charakterisiert ist, dass man den als Abenteuer und Entdecker... Ja, wobei er da ja noch nicht so richtig Sir John war. Deshalb hatten damals die Zuschauer das ja noch nicht im Kopf. Aber ja, er wirkt nicht wie ein Abenteurer. Also der wirkt einfach wie ein Büromensch. Also, ja, voll. Und ich finde, also diese Szene mit der Spinne, ich glaube, die sollte so eine kurze Spannung erzeugen, aber irgendwie finde ich das dann doch auch so ein bisschen, also das hat man dann viel zu schnell wieder aufgelöst. Spinnen. War es schwierig für dich, die Szene? Ja, aber die danach war noch schlimmer. Ach, es gibt noch weitere. Ja. Stimmt. Die Tonspinne ist auch nicht verkehrt nachher, also ist gut gemacht. Ich kann das einfach nicht ab. Aber wichtigstes Zitat in dieser Szene ist, der Hockridge hat einen Vogel. Der den Butler zu irgendwas aufgefordert hat, wo er nicht nachkam. Wo ich mich gefragt habe, was wollte der Vogel denn von ihm? Sex. Geh dich mal ficken. Oder was soll ein leck mich. Ja, es gibt ja später nochmal eine Szene, wo der Vogel auch was sagt, angeblich. Ja. Was ja aber Sir Hockridge sagt. Und dann habe ich mich gefragt, hat vielleicht schon da Hockridge den Butler getrollt? Mhm. Könnte sein, ne? Wer wisst. Siegfried Schürenberg ist halt auch so ein kleiner Fuchs, ein Schlingel. Ja, wie Fuchsberger. Mhm. Wow. Fuchsberger. Humor. Witzig. Eigentlich sollen die Gäste dann alle auf ihre Zimmer gebracht werden, aber dann schlägt das Unwetter halt so richtig zu. Telefonleitungen sind
unterbrochen und man holt dann eben noch das Radio, wo dann durchgesagt wird, dass schon die ersten Schiffskatastrophen gemeldet werden. Mit unserem Regisseur als Radioreporter. Richtig. Und Dammbrüche, ne, also da ist richtig die Hölle los. Ich glaube, in dem Moment können sich die Personen da auch glücklich schätzen, dass sie da im sicheren Schloss sind. Aber sie können halt nicht mehr raus. Und deswegen müssen zum Beispiel auch Lebensmittel rationiert werden. Der Mostrich muss rationiert werden. Was sind denn das für Sachen? Mostrich ist eine alte Bezeichnung für Senf. Senf hat sich nur mittlerweile. Aber sagt er wirklich Mostrich? Weil ich habe immer Most verstanden. Naja, es steht in den Untertiteln auf jeden Fall so. Ach so, okay. Na, Mostrich hätte ich gewusst, aber mir kam Most immer logischer vor. Aber gut, dass, weil ich dachte, bei Mostrich dachte ich eher an Alkohol oder so, ne? Das wäre ja Most. Ja, ich war da halt in der Richtung. Aber gut, dass wir unseren Lehrer hier am Start haben. Naja, ich habe gerade einfach in Google Mostrich eingegeben. Das hättest du jetzt nicht sagen müssen. Das hättet ihr auch hinbekommen. Es geht weiter auf dem Zimmer von Lady Lebanon, die sich von ihrem verstorbenen Mann hintergangen fühlt und das Testament anfechten möchte, besonders für Edward. Ich werde für dich kämpfen. Ja. Du hast mein Schwert und mein Bogen und meine Axt. And my axe. Ja, aber da bekommt man so ein bisschen deren Verhältnis mit. Das ist wirklich sehr intim, sehr eng. Wobei sich Lord Edward eigentlich damit abgefunden hat, dass er wahrscheinlich nichts ehren wird, weil er sagte, von wegen ältere Leute werden sowieso mit zunehmendem Alter etwas wunderlich. Ja, aber was bei in dem so vorgeht, das weiß man ja eh nicht so richtig. Ja, der ist auch wunderlich. Aber ich finde dieser Ausspruch, ältere Leute werden etwas wunderlich, das hört man heutzutage gar nicht mehr. Nicht? Doch. Nee. Also das hier Wort also ich finde hier oben nicht. Das Wort wunderlich habe ich erst heute verwendet. Du bist auch ein bisschen älter. Ach so. Ja. Okay. Geht schon los bei dir. Nee, es ging um jemand Älteren. Was haltet ihr von der Beziehung zwischen den beiden? Mutti ist Helikoptermama. Durch und durch. Eindeutig. Also was anderes fällt mir dazu nicht ein. Sohnemann lebt in seiner eigenen Welt, was er ja schon selber von sich gegeben hat, will hier Konzertpianist werden und hofft darauf, dass jemand vom englischen Königshaus mit dabei ist, wenn er sein erstes Konzert hat und so. Der ist auf seiner eigenen Welt und dieser eigenen Welt läuft er halt gerne Amok. Ja, also der ist wirklich sehr, sehr weltfremd, was glaube ich auch einfach an der Erziehung liegt. Wenn ja, das sagt er auch selber, weil er hat ja nur Mutti, Faddy und vielleicht mal Dr. Emmerscher gesehen. Ja. Und bisher keine andere Person getroffen. Und deswegen hat er sich ja auch so ein bisschen in die Isla verguckt. Und ich finde es interessant, weil Hans Clarin war ja zum Zeitpunkt des Drehs 34, meine ich. Oder ja, Mitte 30. Ja. Und ich denke auch, dass er im Film halt so in dem Alter sein soll. Und der hat aber trotzdem so eine extrem kindliche Beziehung irgendwie zu der Mutter. Ja. Die Mutter kümmert sich um ihn, als ob er irgendwie in der Grundschule der ist halt nie ausgezogen. Und alleine auf die Reihe bekommen würde. Ja. Den müssen wir mal anmachen für Beauty und the Nerd. So. Wird Mats gucken. Das ist Edward. Als nächstes geht's ins Zimmer des Reverend. Da bricht das Unwetter die Fenster auf. Und Chico kommt rein von draußen. Regen. Und sagt, Moin, hallo. Regen. Ich bin Chico. Ja, Adi Berber in einer für ihn typischen Rolle. Mhm. Und auch typische Rolle für Alexander Engel. Also, ne? Der Alkoholiker. Es passt, klar, als Reverend erstmal so ein bisschen einen so, okay, gut. Schluck. Als wenn er dann seine Fiole rausholt und so ein bisschen dran rubbelt und sagt so, einer aufs Erbe und einer auf den Schreck. dann warst du schon wieder direkt, alles klar, das ist er. Ja. Und noch einen hinterher, weil, warum nicht? Ja, aber so weit kommt es ja gar nicht. Weil ja der erste Mord stattfindet. Klaviermusik im Hintergrund, habe ich notiert. Ja, und das fand ich halt so cool, weil ich einfach unterbewusst dadurch Edward ausgeschlossen habe. Ja. Das ist ein total cooler Kniff, der halt nur beim ersten Mal funktioniert, aber naja. Andererseits achtet man vielleicht auch beim ersten Mal schauen gar nicht so krass darauf, dass da Musik im Hintergrund läuft. Also ich muss halt sagen, mir gefällt halt mit auch am besten an diesem Film halt der Kamerawinkel, wenn halt aus der Sicht des Unbekannten gedreht wird. Ist einfach ein gutes stilistisches Mittel gewesen, um halt damit mal zu arbeiten. Das hätte man vielleicht anders gemacht, vielleicht hätte man das zu damaligen Verhältnis gemacht. Licht aus, dann geht Licht wieder an und dann siehst du halt, wie dann der Reverend da halt tot liegt. Mhm. Punkt. Er ist auch so typisch Alfred Vorra, ne? Ja. Aber ich find's schön gemacht. Wie findet ihr diesen Soundeffekt? Dieses Ja. Ich fand's nämlich so ein bisschen drüber. Ein bisschen was Cartoonhaftiges. Ja. Also, oder schon fast, also ganz entfernt hat es mich an Psycho erinnert.
Aber vielleicht auch nur, weil es halt Geige ist. Keine Ahnung. Ja, also es ist ein bisschen drüber, würde ich auch sagen. Ja, wir gehen direkt zum nächsten Morgen. Und natürlich sitzen jetzt nur noch 8 Erben am Frühstückstisch. Mhm. Und Butler Richard Bonwit verkündet den Tod des Reverend, was zu unterschiedlichen Reaktionen führt, die, finde ich, aber alle nicht so ganz passend sind. Also generell, finde ich, wird hier viel zu wenig auf alle Morde irgendwie reagiert. Ja gut, aber die waren ja auch nicht in so einer Beziehung, dass sie wirklich sich kannten, traurig drüber wären und so. Ja, aber andererseits geht hier jetzt halt ein Mörder um, ne? Ja, also wenn, dann hätte eher Furcht entstehen müssen, zumindest. Ja. Was aber nicht passiert. Vor allem Edward, der ist ja überhaupt nicht beunruhigt. Da ist sie ja auch schon so ein bisschen eingeschüchtert von ihm oder macht sich Sorgen. Sie sagt, dass sie Angst vor ihm hat. Sie spricht es ja wirklich aus. Genau, manchmal. Und also mit am besten finde ich halt einfach, dass der Anwalt direkt vorprescht mit dem Doktor und sich dann auch halt zur Verfügung stellt als Also Ermittler. Weil er halt als unparteiische Instanz da ist. Ne? Das ist dann ist es ja an sich auch schon direkt klar, wobei es könnte an sich auch wieder ein ziemlich guter Kniff gewesen wären, wenn er das wirklich wäre. So, weil du das, wenn du jetzt selber sagst, sagen wir mal, angenommen, du bist jetzt derjenige, der halt hier reinweise die Leute ermordet und sagst dann zu den Leuten nach dem ersten Mal, weißt du, hier, weißt du, ich nehme mich raus, ich mache jetzt den Ermittler, ich sammle die Fakten und gebe das später der Polizei. Dann hast du ja schon eine gewisse Vertrauensbasis gegenüber den anderen, wo du dann sagen kannst, weißt du, warte, ich mache einfach weiter. Ja, ich fand es halt seltsam, dass der Butler halt niemandem was sagt, sondern so eher nebenbei, ach ja, der ist tot, deshalb räume ich hier jetzt mal den Platz ab und er ist im blauen Salon zu besichtigen. Aber dass er halt vorher niemanden drüber informiert, dass da ein Toter rumliegt. Ich meine, die haben den Arzt im Haus, kann man ja mal gucken, ist er wirklich tot oder schläft er nur oder keine Ahnung was. Ja, schläft er nur? Ja, keine Ahnung. Aber fand ich halt seltsam. Liegt er im Koma, weil besoffen. Und ist euch der coole Helfer vom Butler aufgefallen? Der Servierwagen. Ja, der Servierwagen. Da frage ich mich, wie haben sie das hingekriegt? Ja. Es muss an sich auf Schienen sein, aber du siehst den Teppich. Und ein Faden ist es auch nicht. Ja. Ich weiß es nicht. Es also kommt, vielleicht hat man mit Magnet gearbeitet. Ja, keine Ahnung, aber es ist echt so ein bisschen roboterhaft. Also ich fand es mega cool, aber... Mache Eigenbau, genau, so. Tanner nimmt seinen neuen Job jetzt auf jeden Fall direkt ernst, schreitet zur Tat und befragt die Familie nach dem Tuch, ob jemand was beobachtet hat. Und Peter Ross sagt halt, dass er Mr. Tilling im Zimmer oder ins Zimmer des Reverend gehen gesehen hat. Und seine Frau bestätigt das auch. Und dann fehlt auch am Anzug von Mr. Tilling Knopf, den Tanner vorher im Zimmer des Reverend gefunden hat. Also vieles deutet jetzt darauf hin, dass Tilling das war. Aber Tilling sagt dazu, dass er halt im Zimmer des Reverends gewesen war, um sich Rat von ihm zu holen, da seine Frau sich von ihm scheiden lassen möchte. Was ja auch spannend ist für die Zeit, glaube ich. Ich habe mir jetzt da nicht reingelesen, aber dass eine Frau damals die Macht hat, zu sagen, ich möchte mich scheiden lassen? Ja, ich weiß nicht, wie es in England geregelt ist, aber in Deutschland war das auch eine lange Zeit nicht möglich. Ich weiß jetzt nicht genau. Ja, also da hätte, wenn dann der Mann sagen müssen, kommt mir sehr früh vor. Waren die Amis nicht sowieso ein bisschen fortschrittlicher, was sowas anging? Ja, wir sind in England. Die sind ja nach britischem Recht verheiratet. Ja, seid ihr sicher? Wäre ich mir sehr sicher. Also es ist ja nicht hundertprozentig klar, dass die beiden nicht aus den Staaten kommen. Sie kommt nicht aus den Staaten. Ja, aber er kommt aus den Staaten. Ja, und ich würde jetzt vermuten, dass sie in England leben und deshalb auch da geheiratet haben. Also ich wäre jetzt eher, dass die beiden in den Staaten wohnen, weil er hat ja Geld an der Börse verdient, sagt aber später, dass er einen Business-Trip hat und für mehrere Tage weg ist, aber dann ja bei Mark Prowry ist. Also ich bin mir so ein bisschen uneins. Ist ja eigentlich auch egal. Also ich kenne beide. Nee, ich wäre mir nur relativ sicher, dass es in Deutschland damals noch nicht gegangen wäre. Nee, ich glaube auch nicht. Das war es in den 70ern. Ja, es ist auf jeden Fall spannend. Die Beziehung zwischen den beiden ist ja wirklich komplett im Arsch. Also das kann man ja nicht anders sagen. Von daher ist es ja eigentlich auch nur sinnvoll, sich da scheiden zu lassen. Und sie mag es ja auch, ihn so zu provozieren. Ne? Also sie lässt ja keine Gelegenheit aus, ihn zu kritisieren. Er ja auch eigentlich. Bei Tilling ist es einfach, das ist eine tragische Person. Der hat sie ja wirklich früher geliebt, die Frau, und hat ja aufgrund dessen, so wie ich das jetzt aus dem Film heraussehe, aufgrund dessen, weil er an der Börse sein Geld verloren hat, hat sich seine Frau von ihm abgewandt. So stellt er es zumindest dar. Ich gehe auch davon aus, dass es der Fall der Fälle ist, weil sie ist ja durch ihn erst an ihr Lebensstil gekommen. Und jetzt, wo er ihr diesen Stil nicht mehr geben kann,
sagt sie, weißt du was, ich lasse mich entscheiden. Also ich finde diese Person Tilling halt einfach von der Charakterisierung und von der Background-Story mit hier am tragischsten. Alle anderen fallen so ein bisschen schwer heraus. Auch Peter Ross oder jetzt hier die Isla oder sogar ja. Auch Edward. Also der Tilling sticht hier mit am meisten heraus. Ja, da hast du schon einen Punkt. Also ich finde auch generell, dass die meisten Charaktere halt irgendwie super egal sind, beziehungsweise man lernt zu wenig über die, als dass man irgendwie mit denen sympathisieren oder sich mit denen identifizieren könnte. Aber bei Tilling ist es ein bisschen anders, das stimmt schon. Ich finde jetzt trotzdem, dass er jetzt nicht als Charakter so super heraussticht oder so. Nee, aber wenn du halt die Gedanken... Wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, wenn genau. Man das ein bisschen ausführt. Und er ist jetzt ja auch die Person, auf der so wirklich rumgehackt wird. Ja. Die sind ja wirklich alle gegen ihn. Chico sagt ja auch aus, dass er am Tag des Todes von Lord Levanon Mr. Tilling auf dem Anwesen gesehen hat. Und Peter Ross schlägt dann ja auch vor, dass man Tilling isolieren sollte. Dann gibt es diesen kleinen Konflikt zwischen Ross und Tilling, Glas ins Gesicht. Und selbst Tanner ist ja als außenstehende Person ja direkt auch mit am Start, ihn niederzumachen. Naja, weil er ja einen Beweis hat. Mit diesem Knopf, den er gefunden hat, wo ich mich dann im Nachhinein frage, okay, Tilling war es nicht, aber warum verliert er neben einem Toten einen Knopf? Ich meine, der fällt doch nicht einfach nur von diesem Anzug runter. Vielleicht beim Flüchten aus dem Zimmer, irgendwie am Bettpfosten an der Tür oder so. Ja, also ich kam mir halt irgendwie... Da musst du ja nur so einen Splitter oder so raushaken und dann hast du es direkt schon erledigt. Oder der war halt von vornherein schon locker, weil er selber sagt, sie ist ja, seine Frau ist zu faul, ihn sowas anzunehmen, weil sie will nicht. Ja, selbst ist der Mann. Aber naja. Das dachte ich mir dabei auch. Also das kriegt er bestimmt auch irgendwie selber hin. Mhm. Dann geht's ins Zimmer von Mr. und Mrs. Tilling, die streiten sich. Wir haben gerade schon gesagt, warum die beiden halt im Streit sind, ne, mit der Börse und dem Geld und so weiter. Da gab es die schöne Erklärung auch von Mrs. Tilling. Ich hasse dich. Ich habe dich immer gehasst. Wie du gehst, wie du sprichst. Danke, Fabian, dass du meinen Gedanken weiter ausgeführt hast. Sehr genau, schön. Das habe ich mir auch notiert. Ich habe dich schon immer gehasst. Du guckst. Okay, okay. Okay, okay. Ich habe euch alle gehasst. Wir kennen das doch gar nicht. Wir kennen das doch gar nicht. Dafür kommt ihr alle in die Hölle. Also da mal wieder was gelernt. Eine weitere Anspielung aus dem Wichser aufgelöst. Ja. Sehr gut. Aber es wird sich halt ordentlich gestritten und Mr. Tilling verlässt die Tür. Er verlässt das Zimmer durch die Tür. So. Ja. Mrs. Tilling schließt die Tür ab daraufhin, damit er nicht mehr reinkommt. Ja, und dann kommt aber noch eine typische Wolle-Szene. Das ist so hart cringe, ey, ehrlich, das ist so hart cringe. Dicker, fetter Streit. Was machen wir 2 Minuten später? Wir flirten uns mal richtig fett den Anwalt an. Nein. Ich habe davor noch eine sehr seltsame Szene, die aber einfach mal wieder so typisch Rialto Wallace ist. Das Guckloch. Natürlich ist in einem Gemälde ein Guckloch versteckt und natürlich ist es an einer durchaus interessanten Stelle. Nippel. What? Ja, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Warum muss man das Loch? Und wer guckt eigentlich? Ist es Edward? Ja, wer denn sonst? Ich hätte doch Chico in Verdacht gehabt. Ich habe jetzt das Auge nicht so genau angeguckt, aber ich würde das muss nichts heißen. Also selbst der Unbekannte wird von einem anderen gespielt als von Hans Clarin. Also, ne? Ja, okay. Ich würde auch auf Edward spekulieren, aber bin mir nicht so sicher. Gut. Jedenfalls wird, ja, kurz ein bisschen geflirtet. Ziemlich hart cringe geflirtet. Und dann habe ich noch eine Frage an die damalige stilistische Potpourri an der Frau. Haarsträhne an der Brille? Ja. Ja. Oldschool Extensions. Ja, also aber. Ich glaube nicht, dass das jemals in Brillenfachgeschäften verkauft wurde. Ich frage mal viermal nach. Habt ihr noch die Brillen, wo Haare dran kleben? Also ich kenne die Brillen mit der Fake-Nase, aber das ist was anderes. Und dann, wenn sie die Brille abnimmt, ihre Augendinger da abzieht, dann sieht sie halt auch ein bisschen aus. Ja, was ja gut, noch okay ist. Ich kenne mich damit nicht aus. Sie sieht dann auch so ein bisschen aus wie eine andere Person. Also was das schon eigentlich ausmacht. Also ich bin zwar auch Brillenträger, aber jetzt siehst du es halt mal, wenn jemand halt so eine Brille abnimmt und der sieht halt echt ein bisschen aus wie eine andere Person. Du könntest was aus dir machen. Ich könnte auch mal hübsch sein, ja! Aber würde ich mal gegen Wände laufen und so und Auto fahren wir auch nicht mehr. Aber Fabian, du hast gerade ganz gut das Prinzip Make-up geschrieben. Ah, okay, gut. Was ich ja, was ich mich noch gefragt habe, das sieht man auch in einigen anderen Wallace-Filmen, diese fette Creme, die sie sich da immer ins Gesicht schmieren.
Ist das Penal fürs ganze Gesicht oder was? Also die strahlen sich ja so heftige Schichten davon aus. Das ist das Zement zum Einmeißeln. Also das ist ja auch in anderen Filmen. Nee, das ist, ich habe ja ein weibliches Geschöpf hier im Haushalt. Es ist einfach eine Nachtcreme und ich denke, sie... Wow. Es ist einfach eine Nachtcreme und ich denke, man hätte sie noch eine Zeit gehabt, würde sie sich da wahrscheinlich auch noch Gurken in die Augen reinreiben. Gurken ja, aber, in die so Augen reinreiben? Du hast sowas von keine Ahnung von irgendwelcher. Ja, guck ihn dir doch mal an. Ja, nicht so. Nein, lieber nicht. Der hilft mir noch die Abrissbirne. Aber so fett, wie sie da in den Filmen immer diese Schichten auftragen, kann die Creme doch auch gar nicht einziehen. Also dann haben die doch immer so einen fetten weißen Abdruck auf dem Kissen. Nee. Das ist Kindermilch, die sie sich ins Gesicht reibt. Aber na, wenn das eine Nachtcreme sein soll, dann legt man sich damit doch auch schlafen, oder nicht? Ja, aber das andere wäre ja eine Maske, die lässt du halt eine Weile drauf. Ja, ja, das ist ja klar. Machst du dann wieder ab, aber... Oder sie rasiert sich, das ist Rasierschaum. Auf der Stirn? Okay. Also, dass sie Haare auf den Zähnen hat, na gut. Meine Eltern sind Affen. Meine Eltern waren Nonnen. Ja gut, also Skincare der 60er Jahre würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Für mich sah es irgendwie voll nach Penatencreme aus. Das hat meine Mutter nämlich auch in meinem Haushalt für so offene Wunden. Ja. Und das ist halt auch so eine fette Schicht. Ja, das ist ja eher wirklich fettig. So, ja. Ja, ja. Ah, herrlich. Aber sie ist ja so beschäftigt, dass sie gar nicht richtig in den Spiegel gucken kann und deshalb gar nicht sieht, wie jemand von hinten kommt und ein Halstuch schwingt. Moment, vielleicht hat sie einfach den Rest aus dieser Dose sich ins Gesicht genommen und gesagt, ich kaufe mir so irgendwie so eine neue Dose. Ja, das hätte ich halt fast witziger gefunden, wenn sie sich wirklich Gurken auf die Augen gelegt hätte und dann der kommt. Ja. Das wäre gut gewesen. Und man dann den vielleicht sogar im Spiegel sieht, aber das würde natürlich wieder was vorwegnehmen. Nee, du siehst halt einfach, wie die Gurken aufgrund des Schrecks einfach so aus den Augen, so aus den Augenhöhlen gegen den Spiegel klatschen. Ja, auf jeden Fall ist jetzt eine weitere Person gestorben. Die zweite. Im Hintergrund war wieder Klaviermusik. Ja, diesmal war es die Mondscheinsonate. So, und dann geht es natürlich auch schon wieder in den nächsten Morgen, weil es ist natürlich keinem aufgefallen, dass die Frau gestorben ist, klar. Nee, Moment, es ist den Leuten aufgefallen, dass sie tot ist, weil Tilling kommt ja, sagt morgen, alle gucken ihn so richtig böse an. Ach ja. Also er war ja schon, er wollte mich immer noch fertig machen. Ich hab den Revenant nicht ermordet. Und dann wird er gesagt, von wegen, seine Frau ist tot. Da hat man wirklich den Schock in seinen Augen gesehen, dass seine Frau tot ist. Findest du? Ich fand seine Reaktion eigentlich nicht so angemessen, weil er geht eigentlich gar nicht auf den Tod ein. Also es geht dann ja sofort um ihn selbst. Ne? Er sagt doch irgendwie, warum hätte ich sie denn ermorden sollen und so. Also ich finde, die logische Reaktion wäre doch eher, wie meine Frau ist tot, hä? Ja, vor allem ist auch die Frage, wo war er die ganze Nacht? Weil er hätte ja theoretisch in diesem Zimmer übernachten müssen. Seine Frau hat ihn ja ausgesperrt und er war ja im Zimmer nebenan. Ich denke, er hat auf der Couch gepennt, wie es sich als Mann gehört, der nach einem Streit verloren hat. Aber er hätte doch bestimmt noch mal irgendwie gegen die Tür geklopft oder... Nee, ich glaube, der ist, glaube ich... noch mal gerufen oder so. Nee, der Streit ist rum. Er sagt, weißt du was, kümmert mich jetzt nichts mehr. Ich hau mich jetzt auf die Couch. Ich mache jetzt Bubu. Ja, und dann hätte er aber am nächsten Morgen zumindest mal in den Schrank gemusst, um sich vielleicht... nach dem dritten Tag doch mal neue Klamotten anzuziehen. Also nein, er ist Amerikaner, er ist ein freischaffender Mann. Er darf sich anziehen, wie er will. Und wenn er jetzt den siebten Tag in Folge die schlappe Hose trägt. Er sollte vielleicht mal die Boxershorts auf links wechseln, aber das ist ein anderes Thema. Ach du, alles gut. Und wo hatte er seine Waffel? Deine Waffel? Du hast auch eine an der Waffel. Ja, das stimmt. Sonst würde ich hier nicht sitzen. Ja. Guten Abend. Ja, ich dachte mir dann nur diese verdammten amerikanischen Waffen. Schon damals ein riesiges Problem. Zur Geburt kriegst du eine Glock 9mm direkt in die Hand gedrückt. Ja, I support the right to bear arms, ist ja der Spruch. Es gibt so einen witzigen Gag, der das Ganze umkehrt. I support the right to arm bears. Bären bewaffnen. Das finde ich sehr viel sinnvoller als Menschen bewaffnen. Naja, aber er ist jetzt natürlich wirklich der Hauptverdächtige. Er flieht ja auch aus dem Zimmer und Tanner sagt ja, oh, ich werde mal gucken, vielleicht kann ich mit ihm nochmal vernünftig reden, aber er droht ja, oder er schießt ja auf die Tür dann, ne? Ja. Und droht Tanner, ihm ein Loch in den Bauch zu reden. Ja, und dann wird ein Stuhl zerstört noch.
Ja, war ja auch gut. Und das Glück ist ja, wir haben einen Weltmeister im Catchen anwesend. Chico. Genau. Weil Chico Mr. Tilling halt schon überwältigt hat. Und ich finde es ja sehr spannend, wie Bonwit und Chico dann reinkamen. Weil natürlich, wir haben Tag ein Team. Altes Anwesen. Wir haben natürlich Geheimgänge. Wie soll es denn anders sein? Und der wird auch gleich nochmal anders ausprobiert, ne? Ja, ein mittelalterlicher Geheimgang. Es muss ziemlich starker Verkehr geherrscht haben. Sir. Hoffentlich ohne Stau. Wie gesagt, Tanner probiert dann den Geheimgang aus und er findet sich im Schrank von Mrs. Harris wieder, die sich natürlich gerade umzieht. Das ist dann aus heutiger Sicht wieder eine extrem schwierige Szene. Glaubt ihr, das war... Also ja, das Porno-Saxophon. Ich glaube, das war damals so ein... Epic Sex Guy. Epic Sex Guy, yeah. Ja, oh, am besten ist ja wirklich immer noch Epic Sex Guy mit Gandalf im Hintergrund. Mit Nicken, Die Gandalf da einfach die ganze Zeit zustimmt, nickt. Das haben wir damals im Urlaub immer zum Aufräumen angemacht, weil das gibt's in einer einstündigen, geloopten Version. Packe ich mal in die Show noch. Oh, ist das herrlich. Ich hab direkt Epic Sex Gandalf, ey, Hammer. Naja, aber ich glaube, diese Szene war damals ein Comic Relief. Davor ist ja schon ein bisschen Spannung und jetzt können sich die Leute da einmal einen ablachen, dass der Tanner da ein bisschen rumspannt, ne? Ich rede aus dem Zeitgeist heraus. Ja, okay, ja. Ne? Ja. Welchen Zweck hat die Szene sonst, wenn nicht Comic Relief? Ja, vor allem mit der Musik. Ja, die hatten wir vorher. Ja. Ja. Gut, müssen wir nicht weiter drüber sprechen. Können wir schnell fortfahren. Wir sind dann wieder zurück bei Edward und der Lady Lavanon. Edward kann sich natürlich über, der muss sich auf seine Musik fokussieren, ne? Kann er aber nicht, weil ne, die ganzen Morde und so. Ach, der Mama, ich habe in 14 Tagen mein erstes Konzert, was soll das denn? Die ganze Scheiße hier. Und dann kommt auch dieser Punkt, dass Edward halt den Tod seines Vaters hinterfragt und dem Doktor nicht glaubt. Und da sagt er, ich habe dem Doktor nie geglaubt, schon damals in Indien nicht. Das ist ein versteckter Hinweis darauf, dass Edward halt auch in Indien war und da vielleicht den Umgang mit diesen Tüchern gelernt hat. Ja, und was vielleicht auch so ein bisschen aus dem Buch seltsam übernommen ist. Weil das da auch der Fall ist. Und also ich fand es seltsam, dass das so erwähnt wird. Aber da bin ich jetzt gar nicht drauf gekommen, dass er daher das vielleicht kennen könnte. Weil das wird mir dann nicht genug ausgeführt. Also da bräuchte ich dann noch mal eine Info, warum er in Indien war, was er da getan hat oder so. Ja, das ist jetzt wirklich nur so ein Halbsatz. Ich glaube auch, dass das vielleicht interpretiert wird. Nee, kommt mir schon richtig vor, aber dann ist es mir nicht genug ausgeführt. Dann hätte ich es lieber unerwähnt gelassen. Nee, es ist, glaube ich, so ziemlich der einzige Hinweis darauf, bis es dann wirklich offensichtlich gemacht wird, dass Edward der Täter sein könnte. Und das ist eigentlich zu wenig für dieses Whodunit. Ja, weil ich mich andersrum auch frage, warum hinterfragt er den Tod? Also hat er immer einen Blackout nach den Morden und weiß nicht mehr, dass er das war? Der ist einfach hollig, völlig gaga. Oder will er nur irgendwas vortäuschen, was ich ihm aber auch nicht zutraue? Also ich erinnere nur an die Szene, wo er aus diesem Geheimgang kommt. Moody steht im Raum. Er reagiert gar nicht, dass Moody da überhaupt steht. Packt die Handschuhe weg, das Tuch packt er weg. Setzt sich einfach ans Klavier und fängt einfach mit einem wahnsinnigen Blick an, Klavier zu spielen. Also der muss halt irgendwie völlig außer Rolle sein, irgendwo anders sein. Dass er das halt in Trance macht und danach gar nicht mehr weiß, was er getan hat. So kann ich mir das nur erklären. So, und dann wacht er Klavierspielen wieder auf und fragt sich so, was ist denn hier? La, 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 la. Ah, schon Frühstück. Ah, fehlt schon wieder jemand. Ach, ist das so? Ja, dann ist das so. Irgendwie gut. Fast gespaltene Persönlichkeit oder so. Aber ja, es ist... Schizophren? Ich bin nicht schizophren! Es wird zu wenig erläutert. Ist auch, naja, egal, kommen wir später im Fazit zu. Wir sind doch alle Hobbypsychologen und möchte gern Virologen. Ja. So. Aber Stichwort Indien, Stichwort Tuch und so weiter. Wir gehen zu Sir Hockbridge, der in seinem Zimmer mit dem Tuch so ein bisschen auch das herumschwingt, wie man das macht. Den Papagei. Ja, vielleicht macht es zumindest den Eindruck auf Richard Bonwit. Oh, der kommt nämlich rein und ist sehr, sehr nervös. Ja. Vielleicht ein bisschen overacted in dem Moment von Eddie Arendt, aber es scheint wohl am Papagei zu liegen. Mörder! Ruft. Vermeintlich, ja. Anführungszeichen. Also, ja. Aber es ist cool gemacht, wie der Hockridge einfach den Butler sind verarscht, einfach so, um sich einen wegzulachen. So ein bisschen, und so ein bisschen in sich reinlächeln, ne? So. Ja, und dann gibt es eine Feier zugunsten
des 500. Geburtstags. Ja, und da stellen wir wirklich fest, wir sind in Schottland, weil wir Dudelsackmusik haben. Und auch die Kleidung auf diesem Bild wirkt sehr schottisch, finde ich. Und ich fand ja das Grammophon sehr cool. Dieses riesige Grammophon, wo dann später einfach die Blumen reingestellt werden. Ja, das stimmt, das war ein witziges kleines Detail. Das war mal Plastik. Ja, aber ich fände es auch sehr krass, wenn man da wirklich Wasser reingießen würde in das Grammophon. Das wäre dann eine Wasserorgel oder so. Dann machst du die Musik wieder an und hörst du so ein Blubbern mit der Musik dann rausblubbern. Ich hab's gerade direkt im Kopf. Ja, dann hast du ja auf einmal Händels Wassermusik ganz einfach gespielt. Verstehe ich nicht. Ich kenn Fabian. Verstehe ich nicht. Fabian. Wir können uns über Filme unterhalten. Bei klassischer Musik bin ich raus. Ja, okay, das mache ich in meinem anderen Podcast. Jedenfalls denkt sich Sir Hockbridge, zur Feier des Tages zeige ich mal ein paar Bilder. Das gefährlichste Raubtier der Welt. Eine Frau. Ja, er vergreift sich in der Kiste. Ist ein ganz okayer Gag. Das ist die Kiste für die alleinigen Abenden im Amazonas-Dschungel. Er vergreift sich in der Kiste. Okay, nein, Moment. Gibt es nicht so eine. Sehr gut. Oh, sehen wir, Moment, da wollte ich jetzt, dazu. Naja. Ist gut. Ich habe dir auch gesagt, dass andere Leute. Nein, okay. Wow. Ja, ich habe mich da irgendwie an so eine andere Szene erinnert gefühlt, wo Siegfried Schönberg aber schon Sir John gespielt hat in irgendeinem Film und da auch irgendwie Bilder zeigen will und dann sind es aber so Aktfotos. Das ist im Hexer, ja? Ja. Du hast ja hier Bombe! Ach, ja, aber das war keine Diashow, sondern das war ein... Das Foto von der Sekretärin. Ja. Das war ein entwickeltes Foto, ja. Stimmt. Genau. Genau, danach zeigt er aber das richtige Foto, Die gefährliche Katze, sie ist wild und blutdürstig. Und dabei hat die Kamera ja auf Lady Lebanon gefilmt, was ich ganz cool fand, weil die wird ja auch so ein bisschen verdächtig gemacht im Laufe des Films. Jupp, und die steht halt auch noch ab. Genau, und das war so ein schönes Detail. Dr. Emerson ist bei der Präsentation auch nicht dabei, der versucht sich nämlich Zugang zum Schreibtisch des Lords zu verschaffen, weil er Zeugenaussagen zum Tod sucht, aber er wird dann eben von Lady Lebanon erwischt, die ja auch den Raum verlassen hat und sie erpresst den Doktor, da wird dann eben so ein bisschen auf die Spannungen zwischen den beiden hingewiesen. Der Doktor hat eben den Totenschein für Lord Lebanon ausgestellt. Da habe ich mich halt auch wieder gefragt, warum ist es da so wichtig, dass es ein natürlicher Tod sein muss, aber da haben wir jetzt ja auch schon drüber gesprochen. Ja, dieses angebliche mit der Karriere und so. Also, weiß ich nicht. Ich hatte da irgendwie für einen Moment halt auch wieder gedacht, dass sie doch von den Morden weiß, aber dafür ist sie nachher zu schockiert, wenn es aufgedeckt wird. Oder sie hat halt geahnt. Also, dass da was ist. Geahnt vielleicht, aber ich glaube jetzt nicht, dass sie absichtlich, also oder bewusst da irgendwas vertuschen wollte. Also so weit war sie, glaube ich, noch nicht. Nee. Also ich glaube, vielleicht hat sie so ein bisschen gemunkelt. Ich glaube, dass die beiden sich ja, also Mama und Papa ein bisschen unterhalten, weil bei dem Testament steht, dass halt mein wahnsinniger Sohn alle meine aus der Familie hier ermordet, dann muss das schon was heißen. Und das ist jetzt ein Punkt, wo ich mich gerade frage, also wenn der Vater das offensichtlich weiß, muss die Mutter doch auch irgendwie eine Ahnung oder einen Verdacht haben. Also vielleicht ist sie einfach Helikoptermutter genug, um das halt einfach nicht wahrhaben zu wollen, bis sie es halt dann wirklich sieht. Realitätsverblendet. Gut, gehen wir zurück zur Präsentation. Da zeigt Sir Hockbridge eine Waffe von den Ureinwohnern des Amazonas, die sehr stark an das Mordinstrument im Gebäude erinnert. Und Hockbridge ist da ja auch für so einen Moment so, da gerät er dann so ins Stottern und hört dann auch mit der Präsentation auf. Und Peter Ross verdächtigt dann ja den Hockbridge, gerade deswegen. Aber Lady Lebanon gibt ihm dann ja eine Ansage und daraufhin zerspringt das Glas in der Hand von Peter Ross und er flüchtet aus dem Zimmer. Was ich komisch fand. Ja, es macht ihn halt sehr verdächtig, aber es ist halt einfach nur so eine falsche Fährte. Ja, die dann ja in der nächsten Szene auch ausgeführt wird, weil er dann ja in seinem Zimmer sich irgendwas spritzt. Mhm. Wir wissen ja, später wird aufgedeckt, das ist Insulin, also das hat Diabetes. Aber was ist halt auch wieder so überzogen dargestellt, ne? Ja. Also schweißtreibend geflüchtet, Glas zerspringen lassen. Im Übrigen, ich komme jetzt zu meinem Bildungsauftrag. Dass der gute Mann, dass es kein richtiges Glas war, was der Kinski da in der Hand zerbrechen lässt. Man sieht sogar, dass seine Hand getaped war, dass da wirklich auch nichts passiert. Ah.
Das Glas, was er in der Hand hält, ist ein sogenanntes Effektglas, beziehungsweise Zuckerglas, oder? Genau, das ja, man bis in den Anfang der 80er Jahre noch genutzt hat. Also Zuckerglas ist einfach eine kristalline Zuckermasse, die dann halt in Form gelegt wird auf ein Glas, ein Besteckset etc. pp. Effektglas ist auf Kunststoffbasis. Okay. Fabian, ich schaue ja gerade wieder Brooklyn Nine-Nine. Ja. Ich bin gerade bei der vierten Staffel und da gibt es ja diese eine Folge, wo Boyle für seinen Sohn eine Actionfigur wieder beschaffen muss von der Riegerhammer! Und ja, und dann ist er doch in diesem Logistikzentrum oder so und will dann die Infos von dem Mitarbeiter da und dann zerdrückt er doch auch zwei Tassen hintereinander mit seinem Glas. Und das ist halt und, sowas. Ja. Und dann ist Jake doch auch so, wie machst du das? Also keine Ahnung. Und dann will Jake das doch auch machen und verkackt das halt total. Ja. Ja. Also Zuckerglas bzw. Effektglas, Comedy-Shownotes, Bildungsauftrag für heute erfüllt. Oder um Heinz Drache zu zitieren, das ist Insulin. Richtig, das ist Insulin, es ist kein Heroin oder was auch immer. Aber ja, es ist schon ein bisschen übertrieben gespielt. Also dieses Erleichterte, wo er so leicht auch die Augen verdreht und so eine Grimasse zieht. Ja, das ist weiß halt, jetzt nicht, um den Zuschauer auf eine falsche Fährte zu locken. Ja, ja. Und im Stuhl daneben sitzt Chico und hat so eine Gipsmaske auf. Der chillt da einfach. Und zwar während der gesamten Dia-Show scheinbar. Ja. Ich weiß nicht, ob ich jemals so eine Dia-Show miterleben musste von jemandem, der im Urlaub war. Die dauern ja durchaus gerne mal 2 Stunden oder so. Das heißt, der sitzt da sicherlich eine Ewigkeit. Griechenland-Urlaub meiner Eltern. Ja. Also, oder halt, um einen Running Gag zu zitieren, Parkway Drive, Wacken, die PowerPoint-Präsentation. Ja gut, das können jetzt aber wirklich nur enge Freunde von uns. Ja, genau. Aber es ist ein guter Running Gag. Ja, aber der Peter Ross ist offensichtlich Künstler, das sieht man ja an verschiedenen Stellen des Films und arbeitet auch mit Gips. Und das braucht wohl einfach einen Moment, um zu trocknen. Ich habe jetzt sehr lange nicht mehr irgendwas mit Gips gemacht, deswegen bin ich da nicht so informiert. Aber naja. Habt ihr nie früher halt in der Schule mal so eine Gipsmaske gemacht oder so? Ja, aber das ist in Grundschule gewesen. Ja, aber das war jetzt nicht so ewig, wie der da sicher sitzen musste. Trotzdem irgendwie halt witzig, wie der da einfach im Zimmer abhängt, ne? Ja, wer auch abhängt, ist Mr. Tilling, der im Verlies sitzt und eine Chilling in the basement, Und scheinbar hat der Täter eine schwarze Katze zur Ablenkung organisiert. Ja, wir hören wieder Klaviermusik. Ja. Und das ist der Hinweis, es wird gleich einen Mord geben, nämlich Tilling, der erdrosselt wird. Ich glaube, wir sind jetzt ungefähr so bei 40 Minuten. Ja, und kommen jetzt zu Tag 4 und wir haben noch 6 übrige Erben. Richtig. Ich wollte nur sagen, also die ersten 40 Minuten ist ja an sich gar nicht so viel passiert, muss man sagen. Und der Fokus war ja doch stark irgendwie auf Tilling. Und das wechselt jetzt. Ja. Ja, Richard entfernt das Besteck, den Frühstücksplatz wie immer. Er nimmt auch das erste Mal ein Frühstücksei und steckt sich das in die eigene Tasche. Das ist auch so ein witziges kleines Detail. Bei den nächsten Morden nimmt er sich nämlich immer das Frühstücksei mit. Mhm. Lässt das so aufschnippen und schnappt das so weg und dann kommt es direkt in die Tasche. Das ist cool. Ja. In die Hemdtasche. Genau. Mhm. Ja, und die anderen haben noch nichts wirklich mitgekriegt, sondern sind sehr, sehr gut drauf. Und wir haben einen sehr lustigen Sir Henry, der einen Witz erzählt. Uahaha. Und eine gute Karte. Kenn ich. Ist zwar irgendwie relativ kontextlos, aber. Den hat er so 20 Jahre bei sich so in der Tasche und das ist so, jetzt der Moment. Jetzt ist der Moment. Ist ja eine Moment, ja. Spart einem aber auch viel Leid. Ja, viel so. Ja, auf jeden Fall. Wenn dir irgendwer einen Witz erzählt, den du schon gehört hast, dann holst du einfach die Karte raus. Und wir wissen ja alle, es gibt 2 Kategorien. Witzig und nicht witzig. Richtig. Oder um es wie die jetzt schon tote Mrs. Tilling zu sagen, shut up. Ja, es gibt halt auch Witze, die sind halt so scheiße schlecht, dass sie halt wieder lustig sind, ne? Ja, und Tanner muss dann aber die Stimmung drücken. Zum einen, weil er das Festland nicht erreichen konnte. Er war kurz draußen und hat nicht geklappt. Und zum anderen ist halt auch Tilling tot. Jo. Mhm. Die arme Sau. Und Bonwit erzählt dann lang und breit, woher die Tücher stammen. Wo ich mir dann aufgeschrieben habe, bitte fass dich kurz. Und Tanner ja auch schon fast vorm Ausrasten ist gefühlt. Mhm. Aber die Tücher kommen eben aus Indien, die der Vater des verstorbenen Lord Lebanons mitgebracht hat. Und die Tücher befinden sich im Zimmer von Peter Ross.
Und dann geht's noch so ein bisschen hin und her, weil Peter Ross eigentlich erstmal frühstücken will, nach oben in das Zimmer. Dr. Emerson äußert nebenbei seinen Verdacht, dass kein normaler Mensch diese Morde begehen könnte und dass ein Süchtiger vielleicht dahinter stecken könnte. Und da ist der Verdacht dann ja wieder auf Peter Ross. Also es geht jetzt von Tilling eben auf Ross als nächsten Verdächtigen. Mhm. Und da werden eben jetzt die Tücher gesucht. Auch sehr witzig, dass von wem auch immer da ein BH zwischen den Tüchern lag. Mhm. Das ist der von Peter Ross. Ach so, ja okay. So gehe ich immer ins Bett. Ja. Ist ja okay. Aber wir finden halt da jetzt nichts weiter und gehen dann aber weiter zu Mr. Tanner und der Ayla. Da wird dann deren Beziehung weiter ausgebaut und er erhofft sich ja da mehr, als sie zugeben möchte. Ja, ein bisschen unnötige Szene irgendwie, oder? Ja, man versucht halt wohl irgendwie eine Beziehung aufzubauen, weil es ist ein Wallace-Film. Und irgendwer muss ja das Mädchen kriegen oder so. Ja, es ist aber ich meine, es wird ja am Ende nicht mal so würdig. Nee. Aber es ist ja, normalerweise hast du ja in den Wallace-Filmen mindestens so ein, zwei Sätze, dass die Frau denjenigen einfach nicht toll findet. Hier ist es einfach, sie nimmt es einfach hin. War halt auch so unromantisch, ne? Ja, sie nimmt es halt einfach nicht so richtig wahr, dass er was von ihr will, sondern es ist einfach so überfreundliches Familienmitglied. Ja, sie lässt es halt ein bisschen über sich ergehen. Und ja. Was mir gerade auch noch einfällt, also die Harris ist ja wirklich, sie ist ja das, um mal in Horrorfilm-Worten zu sprechen, das Final Girl. Mhm. Die letzte Person, die überlebt. Aber es ist irgendwie so egal. Ja. Also die ist wirklich nicht gut durchdacht und nicht gut erzählt. Die hat einfach nicht genug Screentime und auch kein vernünftiges Charakterbild gekriegt. Ja. Das Einzige, was halt sie so ein bisschen charakterisiert, ist einfach, dass Tanner sie sympathisch findet und sie halt schützen will. Aber das hat da nichts mit ihr zu tun. Das ist einfach Tanner, der wieder charakterisiert wird. Ja, und Edward, der sie heiraten will, aber so völlig grundlos schon fast. Ich habe etwas viel Teuflisches vor. Ich werde sie heiraten. Aber da muss man doch einen Ehevertrag aufsetzen. Was ist, wenn ich gar nicht heiraten will? Ah, herrlich. Miss Penny Market. Jennifer. Zurück ins Zimmer von Peter Ross. Der ist da gerade noch so ein bisschen mit Chico zugange und die Tücher sind aber nicht mehr in seiner Kiste, bis auf ein paar schwarze Handschuhe, die der Lady Lavanon gehören. Und dann kommt eben das, worüber wir auch schon gesprochen hatten, dass Tanner Peter ja fragt, wo die Tücher sind und der antwortet halt sehr sarkastisch, naja, die brauche ich noch für die anderen Morde und so weiter. Tanner provoziert ihn dann beim Verlassen des Zimmers nochmal mit der Frage, wie lange Peter denn schon süchtig sei und der ist halt dann so ein bisschen überwältigt davon, wobei man vielleicht auch so mit dem Wissen, dass er ja gar nicht süchtig ist, sondern Diabetes hat, da muss man vielleicht auch sagen, in dem Moment ist er vielleicht einfach nur verwirrt, so von wegen, hä? Was will der alte Sack von mir, ey? Was willst du? Ja, so. Ey, Alter, ey. Ja. Und dann kommt so eine ganz komische Szene bei Edward im Zimmer, wo er halt einfach so liest und ein bisschen Musik. Naja, er arbeitet eine Partitur durch. Ist genau, meine Theorie. Mit einem Metronom, ne? Das ist so ganz, ganz merkwürdig, die Szene. Ich verstehe sie null. Richtig. Also Onkel Hockbridge kommt halt rein, hat da sein Tuch, ihm geht's nicht so gut und Edward ist halt vollkommen eingeschüchtert und verängstigt. Da können wir uns ja wieder auf die These stützen, dass er einfach einen weg hat oder einfach im Nirvana ist, wenn er die Morde begeht. Ja. Und aufgrund dessen, dass man ihn dann halt, wenn er wieder normal in Anführungszeichen ist, ihn dann halt einbläut oder mit erzählt, dass halt derjenige, der ermordet ist, dann halt mit diesen Tüchern umherwandert. Und jetzt sieht er halt, wie sein Onkel mit diesem Tuch hereinkommt, weil es ist halt ja genau dieses Tuch. Ja, aber ich finde auch, wie der Hockbridge da. Ja, also der bewegt halt auch das Tuch so, wie ein Mörder das tun würde, vielleicht. Also er zieht das so ganz dramatisch aus der Tasche und windet das so. Und wirkt halt so völlig neben sich, weil er halt einfach im Fieberwahn ist. Ja. Ja, also das ist aber eigentlich eher eine Szene, die halt für den Zuschauer gedacht ist, um den auf eine falsche Fährte zu locken. Ja, aber die ich find's einfach nur cool. Im Nachhinein nicht funktioniert. Da finde ich es halt auch wieder bemerkenswert, dass Edward ihn duzt. Er ist halt sein Onkel. Mhm. Ja, also er ihn siezt, Entschuldigung. Mhm. Edward ihn siezt, Hockbridge duzt ihn aber. Ja, aber das ist einfach wieder... Dann auch wieder, weil er halt nichts anderes kennt als Mama und Papa. Stimmt wohl. Also es ist alles ein bisschen komisch. Naja. Und auf jeden Fall kommt dann der clevere Ermittler dazu, der Hund. Und auch Tanner und die Lady Lebanon kommen dazu. Und dann wird das alles halt so ein bisschen sortiert.
Hockridge wird ins Dampfbad geschickt, damit er sich auskurieren kann. Edward wird Klavierspielen geschickt oder keine Ahnung was. Er fängt wieder an, er ist eingeschlossen und Moody ist dann beruhigt, genau. Du ihn wieder Klavierspielen hören. Ja, sie sagt genau. Diese Mathe richtig so, oh ja. Er spielt. Ja, und sie diskutiert halt dann mit Tanner, worum es geht. Und das fand ich eine sehr angenehme Szene dann, dass die beiden einfach mal sortieren, wen haben wir denn überhaupt noch? Ja, das war so wirklich Detektiv. Was setzt sie ihn nicht in der Szene direkt schon auf den Topf und sagt von wegen, ja, wir haben den anderen vergessen? Ja, aber es wird einfach noch mal jeder durchgegangen und das fand ich einfach gut zu dem Zeitpunkt. Wer lebt denn überhaupt noch? Wen haben wir überhaupt? Weil es sind einfach sehr viele Personen, die da auftreten. Und das vermisse ich manchmal in den Filmen. Findest du? Ja, also ich verliere da manchmal schon den Überblick, weil die Personen einfach nicht so gut charakterisiert werden, dass ich den Überblick noch habe, wer lebt denn überhaupt noch? Wen haben wir denn? Fand ich jetzt nicht, es ist einfach für mich nicht das geschuldet, sondern einfach mal ein bisschen Detektivarbeit gewesen in diesem Film. Und einmal hinterfragen, beziehungsweise auch ein Hinterfragen von der Lady, was mit dem Anwalt überhaupt ist. Wo sie auch definitiv einen Punkt hat, finde ich. Ja, absolut. Weil in der späteren Szene sagt ja Peter Ross entweder halt, um ihn zu kränken oder ein bisschen aus der Deckung rauszukriegen, dass man von dem Anwalt Tanner bis vorher nie was gehört hat. Ja. Ja, aber das ist halt auch so eine Möglichkeit für den Zuschauer, einfach mit zu überlegen, okay, wer sind die Personen? Und ich gehe jetzt selbst mal mit durch, was glaube ich, wer hätte welches Motiv? Ja. Was ich ein bisschen schade finde, dass halt die weiblichen Personen von vornherein ausgeschlossen werden, so nach dem Motto, ja, die haben ja nicht genügend Kraft. Was ja aber einfach nicht stimmt. Ja, was dann zum Ende dann, wenn Mutti stellt, in Anführungszeichen, dann wieder so ein bisschen aufgewirbelt wird, weil, was war das? Tennis, Reiten und Golf? Hm. Ja, also verschiedene Sachen. Aber ich weiß nicht, vielleicht hätte man das, also man verkleinert das Feld der Verdächtigen ja jetzt doch schon um zwei Personen automatisch, mit dieser Annahme. Ja. Und aber es ist ja jetzt halt auch klar, dass man sich jetzt auf Ross einschießt. Ja, richtig. Ja. Ja, dann gibt es noch so eine kurze Szene, die ich auch ein bisschen komisch fand, aber ich kann sie mir noch erklären. Also Hockbridge, der ist halt auch dabei und versucht, den Aktenkoffer mit dem Testament drin aufzubrechen. Aber dann nähert sich Tanner und er muss dann halt das Zimmer über das Fenster auf dem Balkon verlassen. Das wird von Bonwood und Chico beobachtet. Ja, der Hockbridge ist, glaube ich, einfach nur auf das Geld aus, ne? Also der sagt das ja ein paar Mal in dem Film und wird so charakterisiert, dass ihm eigentlich die Familie relativ egal ist und er nur das Geld will. Ich denke mal, das ist der Hintergrund dieser Szene. Ja, und dann auch zurück wieder in den Dschungel will, weil er ist krank, weil er einfach mit diesen mitteleuropäischen klimatischen Verhältnissen nicht mal klarkommt. Na, oder vielleicht hat er sich irgendein Fieber da geholt. Malaria. Corona! Ich dachte jetzt eher irgendwie so Malaria-Richtung. Ja, vielleicht. Also kann sein, weil man weiß ja nicht, ob er dann irgendwie sich kurieren konnte, weil in der nächsten Szene schwitzt er sich zwar im Dampfbad aus, aber wird da nicht mehr rauskommen. Nö. Sondern er regt sich einmal noch drüber auf, dass sein Neffe idiotisches Geklimper. Genau, so idiotisch spielt. Und das ist wieder so ein bisschen der Hinweis, Achtung, im Hintergrund läuft gerade Klaviermusik. Er wird aber dann erdrosselt. Und zu der Szene habe ich noch was. Und zwar, das war kein wirklicher Dampf, der in diesem Dampfbad war, sondern ein Kunstnebel. Und Siegfried Schürenberg hat gegen diesen Nebel protestiert, weil der wohl sehr anstrengend war, einfach für die Lunge. Und die Dreharbeiten mussten unterbrochen werden sogar. Man hat aber leider keine andere Lösung gefunden. Es wurde dann doch damit halt weitergedreht. Gab es da noch nicht dieses Eis? Wie ist das? Nesquik. Trockeneis, meinst du? Ja, Trockeneis. Gab es das nicht schon damals? Weiß ich nicht. Ich frage mich halt auch, inwiefern das halt zum Drehen dann vielleicht wieder für die Kameratechnik problematisch sein könnte. Also dass halt dann nicht die Linsen beschlagen, das ist wahrscheinlich ein Problem. Weshalb man vielleicht auch nicht mit richtigem Dampf drehen konnte, weil sonst die Linsen beschlagen und dann kannst du halt nichts sehen. Okay, Trockeneis gibt es seit 1834. Okay. Hätte man vielleicht. Das heißt, man hätte da schon mitarbeiten können. So, dann baust du noch einen Propeller auf oder so einen Deckenventilator und drehst dann ein bisschen in die Richtung rum. Ja, ich weiß halt nicht, inwiefern das Kameratechnik beeinflusst. Ja, wenn du es halt weg von der Kamera nehmen lässt, aber wobei die Kamera geht ja rein. Ja, eben, die geht ja rein und es muss so sein, dass die Technik auch nicht innen beschlägt. Also ich hatte das schon mal mit einer Fotokamera, wo ich einfach blöde Luftverhältnisse hatte und da ist mir halt dann innen die Linse beschlagen und dann
ging halt auch nichts mehr. Okay, ich kann mir eher denken, warum man Trockeneis nicht noch eingesetzt hat. Die kommen mir Bildungsauftrag echt heute nahe, du. Ich zitiere mal Google. Trockeneis geht bei Raumtemperatur durch Sublimation in gasförmiges CO2 über. Dabei kommt es zu einer sehr starken Druckzunahme, wodurch in luftdichten Gefäßen Explosionsgefahr besteht. Ja. Aus Trockeneis freigesetztes gasförmiges CO2 kann auch zu Erstickung führen. Und die haben ja wirklich in dieser halben Duschkabine, Saunakabine ja schon ein bisschen auf engen Raum gedreht. Und ja sogar im Keller, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, da hätte man sich das Tuch dann auch sparen können. Ja, stimmt wohl. Ja. Was wir noch gar nicht erwähnt haben, Dr. Amersham ist ja dabei. Der setzt sich ja zum Hogbridge und schwitzt sich mit ihm einen ab. Ja, und wird dadurch ja ausgeschlossen. Andererseits habe ich mich gefragt, warum wird er nicht gleich mit umgebracht? Oder warum bekommt er nichts mit? Naja, einfach aus dem Grund. Na gut, er sieht nichts. Also A, der Schrei von Siegfried Schönberg ist ja schon sehr laut und wirklich. Also da hätte man doch eigentlich irgendwie zumindest so schemenhaft irgendwas erkennen müssen, direkt nach dem Schrei. Da drehst du dich doch sofort um. Vielleicht wollte Dr. Amersham auch nichts wissen, weil er vielleicht von dem Wahnsinn des Sohns Bescheid weiß? Können wir... Weil wenn er der Familie, der Arzt der Familie, die gute Seele der Familie ist, dann muss er nicht nur den Lord untersucht haben, sondern vielleicht auch die Mutti und dann halt den Sohnemann. Vielleicht hat er schon festgestellt, dass der Sohn vielleicht in einer gewissen Art und Weise schizophren ist, das aber den Eltern nicht erzählt hat, weil Mutti Helikoptermama ist und Vater sowieso das schon weiß. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Vielleicht liegt es auch in der Familie, weil ja der andere Sohn des Lord, also der Peter Ross, auch irgendwie ein bisschen... Gaga ist, oder vielleicht ist es Kinski und es wirkt nur so, als ob er Gaga ist. Keine Ahnung. Oder Edward ist der Sohn vom Kinski. Mind blown. Ja, aber ich habe mich halt wirklich gefragt, warum der Doc nicht auch gleich umkommt. Das tut er ja später, aber man hätte da einfach gleich beide. Ach, so ein Double Kill ist halt einfach langweilig. Naja, aber so wie der Doktor und Pastin später stirbt, ist es auch nicht das Wahre, finde ich. Nee, aber das kam halt überraschend. Ja, aber ist mir zu wenig erklärt. Kommen wir gleich zu. Also wir sind jetzt dann auf jeden Fall an Tag 5 und wir haben noch 5 übrige Erben. Und ein weiteres Frühstücksei weniger. Und das wird nämlich wieder von Bonbit. Dann gibt es eben ein Verhör und es heißt nur Dampf, nur Dampf. Und Chico hat einfach nichts gesehen, weil Chico ist ja nicht nur der Helfer-Mensch, sondern der ist ja hier alles. Der ist auch der Heizer und alles Mögliche. Und ja, es werden eben alle befragt, nur nicht Richard, weil der wird rausgeschickt. Es ist keine Zeit für Tee. Und das ist aber wie gut dann auch der Butler dann zu ihm sagt, so, passt nicht auf, was sie sagen. Und ihn so richtig böse anguckt. Das ist so cool. Ja, und ich finde es ja sehr seltsam, dass Tanner sich dran stört. Zwei Männer treffen sich im Dampfbad und keiner spricht ein Wort. Ich finde das ganz normal, weil... Du bist auch einer von zwei Männern, die sich im Dampfbad treffen und kein Wort miteinander spricht. Nein, aber die Kultur ist eigentlich schon angemessen, würde ich auch sagen. Ich war gerade letzte Woche erst wieder in der Therme und da war ich dann auch Saunierin. Und da, es ist ja ganz normal, dass da niemand was sagt. Das ist ja der Knigge da sozusagen. Wenn du dich kennst, also das ist ja, du kommst rein, da sitzt eine Person, die du kennst, es ist kein Schwein da, denn oder hält man muss sich ja nicht immer reden. So. Ja. Worte. Also ich finde das auch angenehmer, wenn da nicht gequatscht wird und ich brauche das nicht, sondern für mich ist das eher so ein Entspannungsding und da will ich gar nicht reden. Da will ich einfach Hirn aus und einfach also nur. Also ich gehe sowieso nicht in eine Sauna, weil ich brauche es kalt. Also in der Sauna halte ich keine 10 Sekunden aus. Sauna bin ich auch überhaupt kein Typ für, aber Dampfbad liebe ich. Das ist dasselbe Prinzip. Und da muss wirklich geschwiegen werden. Beides gut. Sehr entspannend. Dr. Amersham sagt gegenüber Tanner halt noch, dass Hogbridge sich über die Musik von Edward lustig gemacht hat und der kann damit überhaupt nicht umgehen und verlässt den Raum. Und Peter Ross, da kriegt er auch nicht so viel raus. Also dieser Tod oder dieser Mord bringt Tanner eigentlich nicht so wirklich weiter. Dann geht's ins Zimmer von Lady Lavernon, wo sie nochmal mit Dr. Amersham spricht und die beiden trauen sich halt überhaupt nicht mehr. Hören Sie auf, über den du Weg. Zu mir zu sagen. Ja, genau. Lady Lavernon spricht immer noch sogar du. Ja, um Pastewka zu zitieren, ich kann mich nicht daran erinnern, ihnen das Du angeboten zu haben. Also da ist jetzt vollkommen Funkstille zwischen den beiden. Und dann geht's in den Taubenschlag des Hauses. Für mich eine etwas schwierigere Szene. Ich habe ja so ein bisschen meine Probleme mit Tauben, aber es ging noch bei Schwarz-Weiß. Bombenangriff! Also sehen wir, das, was die Spinnen für dich in dem Film war, waren die Echt? Tauben für mich, ja. Okay, krass. Ja, ich habe für mich in der Szene einfach nur notiert, keiner baumelt so schön wie Albert Bessler.
Aber Chico macht's auch ganz gut. Sehr gut. Schöner Callback. In welchem Film war das nochmal? Blaue Hand? Ja. Ja. Hat nicht so dieselbe Wirkung wie in der blauen Hand. Nee. Ich habe jedlich meinen Nacken ausgeruht. Aber ja. ist mal eine Frage. Warum? Es wird ja von Tanner die falsche These aufgestellt, dass Chico es einfach nicht mehr ausgehalten hat und mit als Mordwerkzeug von Peter Ross agiert, was ja an sich das ja nicht stimmt. Das ist jetzt schon die nächste Szene, genau. Da wird Peter Ross befragt. Naja, richtig. Vielleicht, weil die Sorge ist, dass Chico doch irgendwas gesehen haben könnte. Hat er zwar nicht, aber also das wäre so das Einzige, weil Chico ist nicht erbberechtigt. Das heißt, da, also gehe ich mal von aus, das heißt, da wäre jetzt auch nichts zu holen. Keine Ahnung. Oder ob er sich wirklich selbst erhängt hat oder erhängt wurde, ich weiß es nicht. Ja, vielleicht, weil es interessant fürs Bild war. Es kommt ja nicht von ferne her, dass du am nächsten Morgen schreibst, weißt du, ich hänge mich heute auf. Deshalb glaube ich eher, dass er aufgehängt wurde. Ich kann einfach nicht glauben, dass jemand wie Edward dieses Tier und diesen Catcher an diesen Dachbalken da aufhängt. Naja, außer wenn du ihn irgendwie austrickst, weil Chico ja jetzt nicht als der Schlauste dargestellt wird. Es wirft definitiv Fragen auf, dieser Tode. Ich sag ja, wenn du halt Gedanken dir machst über diesen Film, dann kommen wir zu Sachen, zu Tage, wo du halt fragst, Ja, gehen wir da doch mal direkt in die nächste Szene, wo ja am Essenstisch alle zusammenkommen und Dr. Emerson dort bereits sitzt, aber dann mit dem Kopf tot auf sein Geschirr sackt. Haben wir eben ja schon kurz angesprochen, finde ich auch schon wieder sehr unrealistisch, wie das jetzt schon wieder passieren sein soll. Ja, wir kommen jetzt zu Tag 6. Wir haben noch 4 Erben übrig. Und jetzt ist es auch soweit, wahrscheinlich hat Bonneville keinen Bock mehr, irgendwie das Frühstück für alle zu richten, weil er weiß ja eh nicht, wie viele Leute frühstücken werden. Und deshalb frühstückt jetzt jeder alleine. Oder weil sie alle einander total misstrauen. Jo, das hat so ein bisschen den Flair aus der Simpsons-Folge, wo Homer und Mr. Burns eingeschlossen sind im Eis. Stimmt, ja. Wo sie sich dann gegenseitig mit dieser Geisterarmee da. Ja, stimmt, so ein bisschen, ja. Ja, wobei Mr. Tanner ja zumindest der Eiler nicht misstraut, sondern die gleich mal zu sich ins Zimmer holt. Aber Sir, das machen wir doch gar nicht mehr. Ja, genau. Ihr vorher noch zeigt, Achtung, wir haben hier einen Geheimgang, Sie sind hier nicht sicher. Ja, das weiß ich, weil ich Sie, vergessen Sie es. Ja, und die Lady, die traut halt dem Anwalt auch nicht mehr. Und der Edward, der möchte halt jetzt plötzlich die Miss Harris heiraten. Die Lage außen wird langsam besser, das Unwetter zieht weiter, aber Flucht ist immer noch nicht möglich, weil halt noch alles überflutet, Moor, bla blub. Dann war noch so eine Idee, die Miss Harris sollte sich ja auch selber verteidigen können und der Mr. Tanner möchte ihr zeigen, wie ein Revolver funktioniert. Tja, blöd nur, dass der Peter Ross schon den Revolver geklaut hat. Und darf ich mal dazu was sagen? Diese Szene ist so maximal komisch. Also es wird richtig gespielt, wirkt das. Wir erreichen das Hendo! Ja, es ist so ein bisschen theatermäßig, oder? Dass er genau in dem Moment. Das ist so drüber, so Ross rein. Es ist so parodiehaft schon fast. Also je länger dieser Film läuft, frage ich mich, ob das wirklich so Trash ist. Ja. Also ich weiß es nicht, aber da können wir ja nochmal drüber sprechen. Aber das zeigt mir so halt, es ist so drüber, diese Szene. Du sprichst das an, von wegen die Waffe ist weg und dann bumm, Tür auf, Hendo! Ja, so überzogen, ne? So laut und Kinski ist ja sowieso immer sehr wirr. Also genau, die beiden werden dann von ihm aber eben rausgebracht und Lady Lavernum beobachtet das alles und kann dann ungestört ins Zimmer von Mr. Tanner gehen. Mrs. Harris wird ins Zimmer gesperrt, Peter geht mit dem Anwalt weiter. Also die wird in das Zimmer gesperrt von Peter Ross, das muss man nochmal erwähnen. Genau, ja. Die Lady holt den Koffer mit dem Testament raus und der Mr. Tanner wird in den Keller gesperrt. Genau, richtig. Vorher gibt es noch so einen kurzen Fight zwischen Ross und Tanner, aber ja, bringt Tanner jetzt auch nichts. Ja. Genau, und die Miss Harris wird dann vom Butler befreit. Ja. Aber mal ganz kurz, das ist übrigens eine der Szenen, wo der Held es nicht schafft, den Bösewicht zu überrumpeln. Ja. Ungewohnt. Ja. Und Mrs. Harris wird ja eben auch direkt wieder freigelassen. Ja, also das sind alles so ganz kurze Szenen, die irgendwie so, jemand wird eingesperrt, direkt befreit. Das ist einfach nur so ein bisschen Zeitschinden, habe ich das Gefühl. Schon. Aber es geht nicht richtig voran. Nee, nicht wirklich. Dann wird Tanner ja im Gewölbekeller eingesperrt. So, auch eine kurze Szene.
Bonwit greift jetzt zu außergewöhnlichen Mitteln, zumindest aus heutiger Sicht, weil er eine Brieftaube verwendet. Wir sollten die Taube Cäsar nennen. Ah, sehr gut, ja. Aber hier heißt sie. Ach, Cäsar war gerade nicht da. Nehmen wir Kleopatra. Die soll halt irgendwie die Polizei oder Scotland Yard oder so irgendwie erreichen. Dann gibt es ein Gespräch zwischen Peter Ross und Lady Levernon. Da wird eben aufgeklärt, dass die beiden sich jetzt abgesprochen hatten und er ihr halt den Aktenkoffer beschaffen sollte. Ja, aber dieses hat Bündnis, halt zwischen den beiden, das ist so einfach. Ja, ist auch das ist, ja, woher kommt das? Davor hieß es noch, uneheliche Sohn. Du bist aus zwielichtigen Verhältnissen und jetzt auf einmal schließen die sich zusammen. Ja. Warum? Ja, und in der ganzen Zeit ist Edward ja auch dabei. Klar, der verlässt ja nicht die Seite seiner Mutter und der kriegt bekommt dann ja auch mit, dass Peter Ross die Mrs. Harris jetzt zum Reden bringen will. Und daraufhin ist er dann ja auch provoziert. Es gibt ja dann noch den Satz oder das Gespräch zwischen ihm und seiner Mutti, wo Mutti halt sagt, dass halt von wegen, die arbeiten zusammen und das ist so ein Verbrecherpärchen und alles, was du dir mit der Ayla vorgestellt hast, kannst du dir aus dem Kopf streichen. Und der ist ja dann wirklich richtig drüber und hat einen richtigen emotionalen Ausbruch. Also er ist ja kurz richtig wütend auf sie und dann sackt er ja so in sich zusammen und in ihren Arm und heult da. Komischer Charakter. Ja, dann kommen wir auf jeden Fall wieder zu einer Szene, die ich ihr nur so mit halbem Auge angucken konnte. Weil die Vorstellung von einer Spinne, die an mein Bein hochklettert, nicht gerade toll ist. Ja, aber hey. Das ist derselbe Flair, wenn du okay, das hat Silvia vielleicht jetzt nicht das Problem, aber wir Männer, wenn du mit deinen Beinhaaren dich irgendwie so komisch wählst, dass wenn das sich anfühlt, ist, wenn da jemand auf deinen Schenkeln oder oder an dein Knie so rumläuft. So denselben Vibe so. Ja, vielleicht, ich weiß es nicht, ich hatte noch eine Spinne auf dem Bein. Auf jeden Fall, nicht, aber irgendwie vielleicht mal ein Krabbeltier auf den Arm oder so. Machen wir schnell weiter. Auf jeden Fall wird die Spinne dann ja aber beseitigt, ne? Weil Edward ja natürlich auch wieder rechtzeitig ins Zimmer kommt. Peter Ross überrumpelt, Mrs. Harris befreit, sie kann fliehen. Und diese Spinne dann halt mit. Du siehst, wie sie sich zersprengt, so in ihre Einzelteile. Das ist so cool. Auf ihrem Weg nach draußen läuft sie dann dem Richard in die Arme und die beiden suchen dann halt nach Tanner. Und sie finden ihn auch in dem Gewölbekeller, also wird dann auch relativ schnell wieder befreit. Tanner bittet dann Bonwit, Mrs. Harris zu beschützen, was er mit dem schönen Spruch kommentiert: Wenn ich gereizt werde, bin ich ein Tier. Nimmt sich dann so ein Tiger. Ein Faultier. Ich habe Tier verstanden. Wenn ich gereizt werde, bin ich ein Tiger, habe ich verstanden. Ja, gut. Er hat Tiger gesagt, du hast auf Untertitel geguckt, Mann. Nicht auf die Untertitel geschaut. Wie aufs Handy geguckt, Mann. Nee, auf die Eila. Tanner darf er nicht sagen, ist keine Karin-Dor. So ist es. Was ich aber witzig finde, dass er sich dann halt von der Wand diesen Morgenstern nimmt. Ja. Das passt halt irgendwie so gar nicht, aber es ist ganz lustig in dem Moment. Tanner geht jetzt noch zum Peter, holt das Testament, wird dann fast ermordet. Wir hören wieder das Klavier im Hintergrund. Also das ist schon der Hinweis. Achtung, da könnte jetzt gleich ein Mord passieren. Ja. Ach nee, doch nicht, weil er geht rechtzeitig raus. So einfach kann man dem Mord entgehen. Ne? Einfach aufstehen und weggehen. Ja, genau. Und dass die anderen mal berücksichtigt hätten. Genau, und dann geht er wieder in den Keller, weil der Bonville da noch ist und sich gerade hinterm Skelett versteckt. Wie witzig, haha. Ja, und dann tritt der große Ermittler auf, der Hund. Yes, Timmy. Der die Gipsstatue von Chico anbellt. Mhm. Da stellt man dann fest, okay, da ist der Peter drunter versteckt. Ja, Peter mit aber leider tot. Wir haben ja mehrfach gesehen, wie ja der Ross an diesem Konstrukt, an diesem Bild, an dieser Bürste von Chico halt hantiert. An der Büste. An der Brüste. Ich kann auch zwei Arme, ne? Und so. Und da war die ganze Zeit zu sehen, dass hinten, also der Hinterkopf, noch nicht fertig ist. Und jetzt in der Szene, wo Chico da drin ist, ist komplett fertig. Edward hatte Zeit. Das heißt, Edward musste wirklich Zeit gehabt haben, um das Ding wirklich fertig zu machen. Weil das ist ja auch nicht mehr richtig draufgeklatscht, sondern wirklich richtig schön in Szene gesetzt mit den Haaren. Aber noch was bei stell dir das doch mal vor, so Edward mit seiner wahnsinnigen Grimasse, wie er das so liebevoll macht, vielleicht so ein bisschen vor sich hin summt, das ist doch realistisch, oder?
Peter mit diesem übergroßen Gipskopf hat mir auch so leichte Snooki-Vibes gegeben. Mann mit dem Glasauge. Ihr erinnert euch? Oh, ja. Nee, der Snooki gefährlicher. Beziehungsweise der Mann mit der Snooki-Maske auf. Also, ein weiterer Toter. Wer ist jetzt noch da? Isla, die Lady und Edward. Ja, genau. Ja. Und Tanner findet dann auch die Schachtel mit den Insulin und dann wird halt aufgedeckt, ja, okay, der war nie süchtig, sondern... Das ist Insulin. Das ist nicht Rather Short. Ach, hier ist seine Brille. Mensch, Klausi. Mit Hoden spielt man nun wirklich nicht. Ja, gut. Ja, und genau, jetzt checkt halt die Lady auch, was los ist. Genau. Weil es bleiben halt nicht mehr viele übrig und sie will jetzt eigentlich nur sicher gehen, dass es nicht ihr Sohn ist. Sie hört ihn Klavier spielen, stellt aber dann fest, oh, es ist nur ein Tonband. Richtig. Und dann kommt Edward natürlich auch in dem Moment zurück ins Zimmer über eine Leiter, versteckt das Tuch, versteckt die Handschuhe und er... In den ganz leichten Ludwig. Ja. Das ist schon. Und also er scheint ja gar nicht zu bemerken, dass seine Mutter dabei ist. Er setzt sich dann ja auch so... stillschweigend ans Klavier, setzt diese, wie Fabian in unserer Inhaltsangabe schrieb, Grimasse des Wahnsinns auf und spielt. Und Lady Lavanon ist natürlich komplett schockiert. Zu Recht. Also, ja, und ich fand das so krass, seine Augen. Also ich habe, obwohl dieser Film schwarz-weiß ist, habe ich einfach seine krasse Augenfarbe gesehen. Das finde ich Wahnsinn, wenn man Augen hat, wo man auch schwarz-weiß erkennt, wie die aussehen so. Ja, ja. Wahnsinn hat halt viele Farben. Ja, gut. Naja, das hat ja nicht nur was mit Wahnsinn zu tun. Also es ist ja auch generell, wenn jemand eine interessante Augenfarbe hat, dann wirkt die ja auch in Schwarz-Weiß noch interessant. Ja, ja. So. Okay, das kann ich nicht beurteilen. Also ich habe eine relativ interessante Augenfarbe. Dann musst du mal ein Foto von dir machen und in Schwarz-Weiß stellen. Ob muss ich mal gucken, weil so bei mir ist es halt grün, blau. Im Moment grün, blau, wir reden grau. Von der Augenfarbe an sich. Wenn du blaue Augen hast, dann hast du dich vielleicht nur geschlägert. Habe ich nicht. Rede von der Augenfarbe. Und wenn die Sonne gut scheint, dann ist da noch ein leichter Gelbstich zu sehen. Krank. Nicht durch die Sonne, sondern... Nicht gesund. Ne? Ein schönes, helles Gelb. Okay. Das kommt davon, wenn man jahrelang in einem Atomkraftwerk arbeitet. Sehr gut. Die Akte Springfield. Ja. Ich bringe euch Liebe. Juhu. Okay, ja, das Spiel ist aus, sagt Tanner, der jetzt Lady Lavanon stellt, die ihren Kopf für den Sohn halt hinhält und sie sagt, na, sie wollte verhindern, dass man ihrem Sohn alles wegnimmt. Und sie begründet das dann auch, na, ich hatte die Kraft, schauen Sie doch mal diese ganzen Trophäen, verschiedenen Sportarten und so weiter. Und Tanner verlässt dann halt das Zimmer und ja, jetzt muss Lady Lavanon dran glauben. Aber, also zwei Fragen dazu. Wo ist der Edward währenddessen? Ja. Der hat Klavier gespielt. Da war die Lady noch da, dann geht die Lady, lässt ihn alleine, obwohl sie schon checkt, was los ist. Und dann lässt der Tanner die Lady alleine, obwohl er noch denkt, dass sie es doch war. Ja, weil andere Möglichkeit hat er ja aber nicht. Aber sie kommt ja auch nicht raus. Also, ne? Also. Genau. Das wollte ich, meine ich ja, also die sind ja immer noch abgeschottet von der. Ja, okay. Ja, ich meine nur, er hätte sie auch rausführen können und, ja. Naja, letztendlich ist es, also anders gesagt, letztendlich ist es ja eigentlich völlig Banane, wo sie sich aufhört, weil so ein Mann kennt sich ja sowieso bestens aus. Also der kennt halt Geheimgänge. Ich glaube, der weiß mutig von nichts, dass es halt diese Geheimgänge gibt. So, Tanner weiß ein bisschen Bescheid, aber halt nicht, wie das Ganze miteinander verwinkelt ist und dergleichen. Ja. Von daher ist es eigentlich völlig wurscht, wo sich die Lady aufhält. Ich frage mich jetzt aber auch, warum die Lady Lavanon jetzt auch sterben muss. Also, weil ich habe da eine gespaltene Meinung dazu. Gespaltene Persönlichkeit. Ja, das sowieso. Wer redet hier mit mir? Nein, also entweder ist es A, einfach die Enttäuschung oder vielleicht schon eine gewisse Art von Hass von Sonnemann, weil Mutti ihm verwirrt, die Isla zu heiraten. Oder generell sein Leben halt total verfrustet. Genau, und die dann ja auch sogar eher das verwirrt, dass er neue Personen und neue Persönlichkeiten und dergleichen trifft, sondern einfach für sich selber sein soll und nur seine Mutter haben muss. Das könnte es halt allerlei sein. Oder B, er ist halt wieder im Wahn. Ja. Dass er einfach vor Blut vor den Augen nicht klar wird, wen er da ermordet. Und dann, als es ihm klar wird, dann über sie zusammensackt. Ja. Dass das so ein bisschen theatralisch wirkt.
Aber ich finde, das wirkt auch irgendwie so abgesprochen zwischen den beiden. Also sie setzt sich da ja hin und lehnt sich ganz ruhig zurück und lässt es dann so über sich ergehen. Ja, sie sitzt sehr ähnlich wie in der ersten Szene, wo sie ihm zuhört. Ich glaube, sie ahnt schon, was passieren wird und lässt es so über sich ergehen. Ich denke, sie hätte schon die Kraft, um sich zu wehren. Weil er da ja auch sehr, ich finde, er geht sehr langsam vor. Ja. Im Vergleich zu den anderen. Behutsam irgendwie auf eine Art. Ja, das, es hat schon fast irgendwie sowas Liebevolles. Ja. Auch durch die Musik im Hintergrund. Also das ist, ja. Ja, ist irgendwie schwierig. Also schwierig, also die Szene ist halt schwierig. Und die Szene, die danach kommt, ist noch umso schwieriger. Ja, jetzt kommt wieder Paw Patrol, kommt jetzt. da wird es halt dann auf einmal so ein ganz anderes Tempo. Also wir haben da erst diese wirklich liebevolle Szene auf eine schräge Art. Und dann plötzlich Hundegebell und Energie und Schrecken und keine Ahnung was. Und eine Verfolgungsjagd aus dem Nichts. Ja, aber das ist so, also so typisch Wallace. Ich habe in der Inhaltsangabe geschrieben, dass es ihm mit der Furcht packt, dass er vor dem Hund flieht. Hat er, also entweder ist es wirklich eine Angst vor dem Hund, passt aber nicht, weil in der Szene, wo er auf dem Bärenteppich liegt und halt darüber philosophiert, was er mit Isla alles gerne machen würde, liegt der Hund neben ihm. So. Aber vielleicht weiß er jetzt auch, okay, das Herrchen ist gerade oder Frauchen ist gerade umgebracht worden, der Hund wird das irgendwie realisieren. Und daraus seine Schlüsse ziehen. Aber der kommt ja schon kläffend runter. Der hat das ja, der riecht ja nicht, dass da jemand gerade gestorben ist. Also soweit sind wir ja noch nicht. Nee, aber er wird wahrscheinlich checken, okay, der Hund hat bisher immer, wenn er laut gebellt hat, irgendwas verraten. Mhm. Wenn er jetzt wieder laut bellt, werden die anderen aufmerksam auf mich. Das ist, glaube ich, eher die Angst, oh nein, ich werde jetzt gleich entdeckt. Ja. Und dann renne ich halt mal los. Und das ist halt so die Frage, er rennt ja dann durchs ganze Haus. Er rennt erst irgendwie in den Keller und dann hier Aufzug hoch und alles Mögliche. Er rennt erstmal durch einen Geheimgang, aber der Hund wittert halt, wo er längst geht. Naja gut, das ist ja logisch, dass der Hund das wittert. Aber es geht ja wirklich einmal quer durchs ganze Haus und dann bis in den Taubenschlag hoch. Und dann einfach stolpern. Das ist genau, so schwer. Und da frage ich mich halt, war das einfach nur ein verzweifelter Fluchtversuch? Nee. Oder wollte er sich umbringen? Das ist eher war es Unfall oder Selbstmord? Zu Unfall tendieren. Selbstmord hätte er, glaube ich, anders gemacht. Jo. Also, ich zitiere mal aus dem Boomer-Podcast Oliver Welke, der den Film so analysiert hat. Geht der Film damit zu Ende, dass der Mörder über den Hund stolpert. Und durchs Fenster fällt. Ja, so, auf eine gewisse Art und Weise hat Herr Welke ja recht. aber das ist halt einfach eine gewisse Szene, wo man halt sich fragt, das kann doch auch anders enden an sich. Warum hat er den Hund nicht umgebracht? So. Eine Möglichkeit hätte er gehabt, dann müsste er einfach irgendwie ein Stück vom, da liegt ja im Keller oder halt auch oben bei diesem Taubenschlag wahrscheinlich genug rum, wo man sich wehren kann. Ja, Tauben. Kann die Tauben auf den Hund werfen. Frisst das! Nicht jeder hat so viel Angst vor Tauben. Also ich liebe die Spinne. Also ich würde nicht in diesen Taubenschlag rennen. To begin with. Aber er, ja, naja, egal. Also es ist halt einfach ja, so. Ja, die Szene ist halt super absurd. Ich habe das Gefühl, man musste irgendwie sich was einfallen lassen fürs Ende. Und alles, was man so zu Tisch gebracht hat, macht überhaupt keinen Sinn. Bis einer sagt, weißt du was, wir lassen den Sohnemann jetzt mal von Hund verfolgen und der stolpert dann aus dem Fenster und landet dann in die Kapelle neben den Leichen. Und dann alle so, super, Mittagspause. Und einfach nochmal Gang zu bringen, von wegen, jetzt ist sowieso kein Platz mehr hier. Ja. Es ist halt so ein typisches Wallace-Problem irgendwie, dass man jetzt so in den letzten 3 Minuten das Ding noch irgendwie zum Abschluss bringen muss. Und in dem Fall funktioniert es halt über den Hund. Ich habe den ja nochmal mit meiner Freundin zusammen geguckt. Und die hat dann mit dem zum Ende hin, als das so mit dem Tod von Edward und dann mit der Testament gesagt, das ist ein richtiger Scheißfilm. Also 3/4 des Films fand sie richtig, richtig gut, bis das Ende. Das ist ein richtiger Scheißfilm. Ja, aber lass uns mal noch, bevor wir zum Fazit kommen, noch, wir sind jetzt am 7. Tag. Wir haben noch eine Erbin übrig. Yay. Das können wir an sich überspielen, das ist so eine behinderte Kackszene. Ja, ganz ehrlich. Ja, Moment. Also, die Erben kommen zusammen, die Isla sitzt da, Bonneville ist da und die bewegenden Stühle. Das Testament wird eröffnet, wir finden ein Tuch in einem Umschlag und dann sind wir kurz davor, dass das Testament wirklich verkündet wird,
Aber hurray, der Strom ist wieder da. Das Telefon pustet einmal richtig Staub aus. Die Sonne scheint hernieder, das Festland hat uns wieder. Ja, und dann meldet sich Scotland Yard in Person von Inspektor Fuchsberger, gesprochen von Rainer Brandt. Ja, da hätten sie doch mal Joachim Fuchsberger ranholen sollen. Das wäre doch geil gewesen, ey. Ja, also ich check diesen Witz nicht. Nee, ich check den auch nicht. Weil dann braucht man es nicht. Nein. Zumal, wenn er nicht wirklich von ihm gesprochen wird. Auch ja, wenn es recht ähnlich klingt. Aber ja, auch ein Yard-Inspektor mit deutschem Nachnamen ist halt irgendwie auch... Also dieses Ende passt halt eigentlich gar nicht zum Rest des Films, weil es auf einmal sehr over the top albern und selbstreferenziell ist. Und das, ja, genau, es passt halt einfach nicht zu der Stimmung, die der Film sonst so vermittelt. Wenn ich das richtig rausgelesen habe, sogar aus meinem schlauen Buch, war wirklich dieses auch diese Szene mit, hallo, hier spricht Inspektor Fuchsberger, geschnitten. Ja, hätten sie mal besser lassen sollen. Also, wie gesagt, es ist zum Ende hin, es ist einfach so, wir drehen jetzt einfach am Trashometer, so auf Volldampf voraus und scheißen jetzt auf alles, lassen noch die Stühle einmal wackeln, weil die Erben, die Geister der Erben dann das Geld riechen. Ja, aber der Lord wird ja nochmal als ein ziemlich cooler Typ dargestellt, weil es heißt, ja, nachdem sich meine Familie gegenseitig umgebracht hat, also er kennt schon seine Leute. Ja, oder meinen wahnsinnigen Sohn. Ja. Ja. Und dann, ach, von wegen, es gibt 1 Million zu erben. Keine Ahnung, woher der Anwalt das hatte. Und was dann mit dieser... Naja, es stand halt in diesem vorletzten Willen. Im vorletzten Willen. Ja, okay. Willen, ja. Das stimmt natürlich, aber die Million, die geht gar nicht an die Ayla. Blöd. der Butler kriegt zumindest das Tuch und alles andere geht an den größten Mann des Jahrhunderts. Der Edgar, also, der kriegt alles. Ja. Blöd nur, dass der tot ist, aber naja. Also als Ayla Harris hätte ich mich jetzt mega verarscht gefühlt. Nee, die hat halt Liebe gefunden. Das ist viel wichtiger als Gold. Naja, das weiß man ja gar nicht. Das ist ja gar nicht so klar. Und keine Ahnung, wie dann jemand erben kann, der auch schon tot ist. Also. Weil ich dachte, Tote können nichts mehr erben. Tote reden nicht, also Tote reden nicht. Brian Edgar Wallace? nach dem, was Tanner gesagt hat, ja. Weil sie hatten ja überlegt, was mit Tilling ist, wenn der jetzt gehängt wird, wer dann das Erbe kriegt. Eben. Dass es dann halt dem nächsten Verwandten von Tilling gehen. Das heißt, es müsste rein hübsch dann Sohnemann, also Brian Edgar Wallace, halt erben. Wenn der hat da aber, glaube ich, auch nicht mehr gelebt. Bei Filmveröffentlichung. Naja, 1971 gestorben, der lebte noch. Ja. Ah, okay. Na gut, dann. Ja, und dann wird nochmal schön die vierte Wand durchbrochen. Tanner hält einen Zettel in die Kamera, auf dem Ende steht. Ja. Ich will dazu jetzt noch gar nicht so viel sagen, weil sich sonst mein Fazit erübrigt. Deswegen würde ich vorschlagen. Dann fang doch einfach mal an mit deinem Charakter des Films. Ja, der Hund. Spaß. Natürlich die Brieftaube. Spaß. Richtig, genau. Double Entendre. Ja, ich habe mir so ein bisschen meine Gedanken gemacht. Ich glaube, es ist auch schon angeklungen in der Besprechung. Ich finde die meisten Charaktere halt irgendwie nicht so richtig gut erzählt. Man kann sich nicht mit denen identifizieren, man kann nicht mit denen sympathisieren. Und deswegen ging es bei mir so ein bisschen nach dem Ausschlussprinzip. Und meine Wahl ist auf den Butler Richard Bonwit gefallen, weil ich den irgendwie ganz witzig und sympathisch finde. Der hat ein paar coole Sprüche drauf, lockert die Atmosphäre ab und zu mal auf. Und wie gesagt, alle anderen sind mir irgendwie zu egal, als ob ich da jetzt so voller Überzeugung sagen könnte, ja, diese Person ist jetzt mein Charakter des Films. Silvia, wie ist es bei dir? Kann ich ziemlich nachvollziehen. Also ich war auch ganz kurz beim Hund, weil der zumindest der beste Ermittler ist. Und für mich blieb am Schluss die Lady Lebanon übrig, weil die sehr engagiert für ihren Sohn kämpft, sich um ihn sorgt. Also sie setzt sich irgendwie ein und ist dann am Ende schon so ein bisschen eine tragische Figur. Auch wenn jetzt nicht ganz klar ist, was sie für Dreck am Stecken hatte, das wird halt nicht so richtig aufgelöst. Aber ja, ich fand sie da sehr stark. Und ich glaube, ich hatte Elisabeth Flickenschild noch nicht als Charakter des Films. Also darf ich das jetzt mal? Darfst du die Karte einmal ausspielen? Fabian, wie ist es bei dir? Wenn ihr beiden mir zugehört habt über die Folge hinweg, dann könntet ihr schon fast denken, wenn ich mir rausgeschrieben habe. Tilling? Tatsächlich ja. Oh. Weil, wie ich das schon vorgeführt habe, dass der Mann halt einfach wahrscheinlich von Beginn seiner Ehe an bis Ende dieser Ehe einfach einen krassen Wandel erlebt hat und einfach so eine tragische und traurige Person ist, die halt ziemlich gut charakterisiert wurde in diesem Film. Also besser als die anderen übrigen Erben. Erstmal fernab von der Lady Lebanon und halt Sohn Edward, fand ich den Tilling halt mit am interessantesten vom Charakterdesign her.
Und dass er halt auch einen kurzen Moment von Nähe zeigte, als er mit dieser Katze da in seinem Verlies sitzt und die so streichelt und sagt so, Miet, 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 Mäuschen, ja. Miet. Also das zeigt ja schon ein bisschen, dass er trotzdem noch so einen Rest in sich hat. Der würde halt so ein Katzenvater werden. Der würde so hunderttausende Katzen von sich in der Wohnung halten, weil er einfach mit Frauen nichts mehr an Hut haben will. Ja. Ich finde ihn relativ tragisch von der Person her und auch von der Story her und halt auch, wie man mit ihm umgeht. Klar ist er halt ein Arsch, wie er sich teilweise verhält, gegenüber auch seiner Familie und seiner Frau. Aber es ist halt so ein bisschen begründet aufgrund dessen, wie ihn seine Frau halt auch klein macht und fertig macht. Und ihr also scheinbar klar wird, in dem Moment, wo er kein Geld mehr hat, finde ich ihn einfach kacke. Der kann mir meinen Lebensstil nicht mehr finanzieren, deswegen lasse ich mich scheiden. Ja gut. Silvia, wie ist denn dein Zitat des Films? Kenn ich. Was? Kenn ich. Ich fand diesen, also den Witz nach dem Witz, den fand ich gut. Den eigentlichen Witz fand ich ziemlich bescheuert. Habt ihr den noch auf dem Schirm, wie der Witz ging? Oh ja, warte mal, ein Bettler kommt zu... ein Schnorrer und ein reicher Mann treffen sich genau. Am Zug am und am Bahnhof, genau. Und da fragt der Schnorrer den reichen Mann, ob wir zusammenfahren mit dem Taxi. Und dann sagt der Reiche... Und dann sagt der reiche Mann, ich bin schon zusammengefahren, als ich sie gesehen habe oder sowas, ne? Ja, also ich habe ja eigentlich was übrig für Wortwitze, aber der hat mich in dem Moment nicht getroffen. Nein, der ist auch zu konstruiert. Weil mich der Film nicht darauf vorbereitet hat. Nee, was wird ja auch nicht so richtig erklärt, warum die jetzt auf einmal alle so gute Laune haben und so, ne? Ja. Warum die sich da so einen abgaggen und so was. Ja, ich glaube, so eine Kennigkarte kann man sich mal machen. Du machst es wie der Doktor, weil es 20 Jahre, bis du diese Karte wirklich mal ausspielen kannst. Aber er hat sie ja zurückgefordert. Das fand ich ja das Coole. Ja, also er hat wirklich die Hand ausgestreckt und wollte sie wieder haben. Ich habe diese Szene wirklich zweimal angeguckt. Er guckt ihn so an, grinst so, macht so mit der Hand so, hier, gib mal wieder her. Das ist cool. Das ist cool. Ja, die können wir, wenn wir jemals Merchandise haben, dann will ich so eine Kennigkarte. Naja, wir können das auch einfach auf die Rückseite unserer Visitenkarten in Zukunft machen. Ja. Die kenne ich. Yeah. Fabian, was ist denn dein Zitat? Also es gibt relativ viele gute Zitate, mit auch durch Peter Ross, der halt sarkastisch ist. Und sich so ein bisschen soufiert als Mörder. Aber tatsächlich habe ich mich nicht für den Circus hat ein Vogel entschieden, sondern als Tilling sagt, wo die Herrschaften dann 6 Tage und 6 Nächte da bleiben müssen, sagt er, ja, dann müssen wir wohl alle in den sauren Apfel beißen. Und dann einfach, Bonn wird antwortet, zu diesem Zweck steht bereits eine Schale Obst auf den Zimmern der Herrschaften. Das fand ich genial. Das fand ich so genial. Ja. Das ist so einfach so mitten aus dem Kontext, einfach von irgendwo... Das ist so, wenn du was erzählst und irgendwo in der hintersten Ecke, das ist so letzte Reihe Humor in der Schule, haut einer so einen Spruch raus, der einfach so passend ist. Das ist so genial gemacht. Und das ist halt auch wieder so Eddie Arendt, der dann einfach so stumpf sagt, ja, Schale Obst steht bereit. Das ist cool. Das ist sehr cool. Ja, ist echt ein guter Gag. Ja, gut geschrieben. Ja, und Mats, wie schaut's bei dir aus? Ja, ich habe mich für einen Ausspruch von Sir Hockbridge entschieden, der, ich glaube, 2 oder 3 Mal stattfindet im Film, nämlich, was sind denn das für Sachen? Sehr schön. Und das ist, ich gehe mal wieder damit auf die Metaebene. Also, das ist halt auch etwas, was man sich mit Bezug auf den Film selbst fragen kann. Soll ich dir mal was sagen? Ich hatte den tatsächlich auch in meiner engeren Auswahl, auch mit Begründung Metaebene. Ja, dann möchtet ihr das weiter ausführen, einer von euch? Weil das klingt schon so nach einem Fazit. Mach du mal, Mats. Ich glaube, ich kann mich da einfach direkt anschließen. Ja, okay. Dann fange ich mal mit positiven Punkten an. Ach, machst du wieder so ein Sandwich? Nee. Das ist mir so ein belegtes Brot. Jetzt, ich mache jetzt kurz einmal so ein bisschen, ich streichel einmal kurz das Ego des Films. Und dann breche ich ihn richtig runter. Brichst du das Genick? Ja. Also, der wird mit dem indischen Handtuch erdrosselt. So. Der Fisch mit der Sense, ertrunken. Der Fälscher von London mit einem. Naja, okay. Also. Ich finde, der Film hat ein starkes Setting und auch die Prämisse ist eigentlich ganz cool. So. Also, die müssen halt miteinander auskommen, um an den letzten Willen zu gelangen. Sie haben ja eigentlich nur den vorletzten Willen vorgelesen bekommen. Das ist eine coole Idee, die wir ja auch aus anderen Wallace-Filmen nicht kennen. Und insofern ist der Film in der Hinsicht auf jeden Fall einzigartig. Wir wollen ja gleich auch nochmal darüber sprechen, warum der Film so beliebt ist. Vielleicht ist das auch einer der Gründe dafür. Daraus folgend finde ich auch die Atmosphäre des Films überwiegend
sehr cool. Ich mag ja generell so Filme, die irgendwie so auf einen überschaubaren Handlungsort begrenzt sind. Und das ist hier definitiv der Fall. Und ich finde auch den Humor des Films ganz gut. Also Bonwit bringt halt echt viele gute Sprüche. Hockbridge ist ganz witzig. Peter Ross eigentlich auch mit seinem Sarkasmus, auch wenn es Klaus Kinski ist. Aber das ist schon nicht verkehrt. Es gibt allerdings dann einige Probleme, die dieser Film so hat. Das ist zum einen, dass es sehr viele egale Charaktere gibt, die eigentlich nur dazu da sind, um zu sterben. Also der Reverend Hastings, so, der muss ja als erster dran glauben. Der hat vielleicht 5, 6 Dinge, die er sagen darf in dem Film. Mrs. Tilling ist eigentlich auch nur dazu da, um den Mr. Tilling so kurz verdächtig zu machen und den die ganze Zeit runterzumachen. Und ein weiteres Problem, was sich daraus ergibt, ist, dass das Mordmotiv halt nie so richtig erklärt wird. Es wird ja nur gesagt, ja, Edward ist wahnsinnig. So. Aber da, also das steckt ja anscheinend nichts weiteres hinter. Oder es wird nicht erklärt, woran er jetzt leidet oder warum er das Erbe für sich allein haben will oder warum er die Leute beseitigen will oder was auch immer. Das ist einfach viel zu wenig für diesen Film. Und ein weiteres Problem ist, dass alle anderen Charaktere kein gutes Motiv haben oder zu offensichtlich wären. Also beispielsweise der Peter Ross, haben wir auch schon drüber gesprochen, der kann es nicht sein, weil er einfach viel zu sarkastisch mit den Fragen von Tanner beispielsweise umgeht. Oder beim Tilling wäre es zu offensichtlich, weil er ja von Anfang an verdächtigt wird. Und Hedler konnte es auch nicht sein, weil der ja einen Schnurrbart hat. Ich wusste irgendwas, dass da noch kommt. Ich hatte es gerade im Kopf. So. Also am ehesten hätte mir noch Lady Lebanon gefallen als Täterin, die halt dann für ihren Sohn mordet, aber es passt auch nicht so ganz und es wird halt im Film immer mal wieder so ein bisschen also angedeutet. Das passt dann auch nicht, das hätte man dann so wiederholt quasi. Und so hat eigentlich keiner ein überzeugendes Motiv und das Motiv des Täters wird halt nicht aufgedeckt. Ja. Und die eigentliche Idee dieses Films ist ja auch so ein bisschen so ein Whodunit, das dann durch die Morde auch immer leichter aufzulösen wird. Aber es geht halt nicht auf, weil man eigentlich nicht gut mit Rätseln kann. Und dazu kommt dann halt dieses ultra bescheuerte Ende. Ich habe nach dem ersten Mal schauen wirklich gesagt, ich hab den Film alleine geschaut und ich habe mit mir selbst gesprochen und gesagt, was war das denn jetzt? Das ist doch vollkommen dämlich. Und dadurch, ja, geht der Film verspielt halt viele Chancen. Ich finde ihn trotzdem irgendwo ganz nett, einfach wegen der Atmosphäre und auch weil der Cast ganz cool ist. Aber das Ende und generell, wenn man sich mal damit beschäftigt, der Film wirft zu viele Fragen auf. Macht mir halt sehr viel kaputt. So, Fabian, kannst du dich jetzt anschließen oder hast du noch andere Punkte? Auch. Also ich kann mich auf jeden Fall auch mit anschließen. Wenn ich mich jetzt darauf so besinne, so 3/4 des Films ist einfach, als wenn du halt mit einer Gruppe irgendwie in die Stadt erkundest und du hast so einen Fremdenführer. So fühlt sich dieser Film halt an. Es ist einfach, der Film leitet dich 3/4 des Films wirklich durch und bist halt immer dabei, wenn was passiert. Kannst vielleicht so ein bisschen mitreden, bis halt dieses letzte Viertel passiert. Dieses letzte Viertel. Ich weiß nicht, wer von den Produzenten oder wer im Drehbuch diese Trash-Schraube einfach auf Volldampf gedreht hat. Was einfach, es nimmt halt einfach Trashometer. Einfach Überhand, was dann halt passiert. Also für mich beginnt das dann in dem Moment, wo halt Peter Ross just auf dem Moment in die Tür reinplatzt, wo gesagt wird, meine Waffe ist weg. Und er no! Da dreht er schon richtig frei, der Film. Und ich frage mich einfach ehrlich, war das schon im Vergleich zu der blauen Hand gedacht oder hat man sich einfach gedacht, ey, wir haben echt keine Idee, wir müssen uns irgendwas überlegen, dass das irgendwie noch zum Abschluss gebracht wird. Was ich sehr, sehr schade finde, ist halt auch, dass Elisabeth Flickenschild nicht Elisabeth Flickenschild sein kann, die wir aus der Bande des Schreckens kennen, wo sie einfach sarkastische Sprüche nacheinander weghaut und dann am Ende der große Überboss ist. Und sie spielt hier einfach relativ schwach für ihre Verhältnisse, also im Vergleich zur Bande des Schreckens oder Gastos an der Themse oder den einzigen Moment, den sie halt hat, ist die Szene, wo sie sich halt für ihren Sohn stellt, aber 2 Sekunden später dann ermordet wird. Das hätte man vielleicht noch ein bisschen ausmalen können und dann das Ende auch anders schreiben können. Weil dann macht es eher Sinn, dass er dann aus dem Fenster stirbt, weil Tanner hinter ihm her ist, als wenn der Fifi hinter ihm her ist und er fast über ihn rüber stolpert und mit einem Bauchplatscher aus dem Fenster fällt. Also es macht einfach null Sinn, das Ende. Ist eine nette Unterhaltung. Ich finde den Film relativ kurzatmig, bis der Film halt wirklich frei dreht in den letzten Viertel. Der macht schon ein bisschen was her. Also schwieriger Schwarz-Weiß-Film. Hat man auch nicht alle Tage. Nee. Na gut, Silvia.
Fazit umformuliert, ich finde, der Film hat keinen Wiederschauwert. Man kann ihn einmal schauen und wird dann, wie ihr schon sagt, drei Viertel des Films sehr gut unterhalten, weil er unterhaltsame Sachen hat. Ich finde, man kann miträtseln. Was ich halt gerade interessant finde, dieses Klavierspiel ist, finde ich, immer so ein sehr raffinierter Hinweis. Jetzt wird eigentlich ein Mord passieren, aber der Klavier spielt, kann es der sein oder nicht? Das finde ich ganz cool gemacht. Weiß ich nicht, ob mir das wirklich beim ersten Mal schon so genau aufgefallen ist. Aber der Film macht halt nur einmal wirklich Spaß, weil du bei den weiteren Malen halt zu sehr drauf achtest und vielleicht zu viel nachdenkst. Und dann fallen dir diese ganzen Sachen auf, die wir jetzt aufgezählt haben, die dir halt diesen Film einfach vermiesen. Und vor allem auf das Ende habe ich halt auch echt keinen Bock. und ich verstehe es auch nicht. Aber es ist halt auch kein richtiger Wallace. Und vielleicht ist das auch ein bisschen das Problem, dass ja die Figurenkonstellation an sich die Wallace-Konstellation ist, aber die Story halt nicht. Ja. Und was ich vorhin nicht erwähnt hatte, wenn jemand Lust hat, die Original-Wallace-Story mitzukriegen, keine Lust hat auf Lesen oder auf die alten Filme, die Hörspiele von Maritim und von Titania, die sind nach dem Buch. Ja, mach einen also, die sind bei Spotify verfügbar, genau. Habe ich gesehen, ne? Ja, genau. Die sind genau. Empfehlenswert. Und die sind sehr ähnlich. Maritim dauert ungefähr eine Dreiviertelstunde, Titania dauert 2 Stunden. Aber ist im Prinzip beides dieselbe Story. Habe ich nämlich beim Fahrradfahren gehört. Ging ganz gut. Das Hörspiel dreht ja nicht so frei wie der Film, oder? Nee, weil das ja auch nach dem Buch geht. Ich frage lieber mal sicherheitshalber. Nee, also das sind wirklich sehr gut hörbare Sachen. Beide Versionen, auch wenn die unterschiedlich lang dauern. Würde ich mir lieber nochmal anhören, als jetzt die Story. Okay. Gut, dann hätten wir das indische Tuch auch abgehakt. Bleibt nur noch abschließend die Frage zu klären. Warum ist der Film denn so beliebt? Fabian hatte ja vorhin berechtigterweise gesagt, der wird ja doch sehr häufig gezeigt. Und wenn man irgendwie mit Leuten über Wallace spricht, die vielleicht nicht so in der Materie drin sind, kommt das indische Tuch ja doch auch schon eher mal als Titel, den die Leute kennen. Ja, eben, Fabian, und das verstehe ich halt nicht, weil er hat eigentlich keinen Wiederschauwert. Ja. Also ich dachte mir wahrscheinlich, nachdem wir jetzt über diesen Film geredet haben, wahrscheinlich nach der Folge und wenn die Folge raus ist, von meiner Arbeitskollegin mir was anhören, weil meine Arbeitskollegin vergöttert diesen Film. Ja, dann fragst du doch mal, warum. Ich wollte sie mal nach dem Film fragen, weil ich hatte den Film zusammen mit Mats das letzte Mal wirklich geguckt und eine lange Zeit gar nicht mehr und ich habe dieses Ende einfach nicht mehr im Kopf gehabt. Also ich wusste halt, dass... Vielleicht schlafen die Leute ein. Ich wusste halt... Vielleicht kommt der Film immer so spät, dass die Leute nur den Anfang mitkriegen. Also ich wusste halt, dass da jemand aus dem Fenster stürzt und man eine Puppe sieht, die dann auf den Boden klatscht. Aber ich denke mal eher, dass die Leute halt einfach, wie sehen wir das schon fast angedeutet, 3/4 des Films einfach vor den Augen haben, dass das wirklich ein nettes, gutes Kammerspiel ist, wo man ein bisschen mitraten kann, bis zu diesem letzten Viertel, wo der Film halt auch völlig frei dreht. Und dann schläfst du ein. Ja, und dann schlafen die Leute ein. wie beim Hörspiel. Ja. Naja, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wann der Film an Ostern lief, aber ich glaube auch irgendwie so um 10 oder so. Ja. Oh, und wenn dann ich mal Fernsehen schaue, dann passiert sich nichts aus, dass ich einfach wegpenne. Ja, also ich muss ja auch sagen, als wir unser Folgenvoting hatten, da habe ich das indische Tuch ja auch ausgewählt. Ja, genau. Und ich hatte den Film zu dem Zeitpunkt auch nicht so richtig auf dem Schirm. Ich habe ihn halt auch aus dem Grund gewählt, dass viele den Film gerne mal so als typischen Wallace anführen und der ja wirklich schon bekannter ist. Aber ja, irgendwie erschließt sich mir das jetzt aber auch nicht so. Wir haben ja eine Hörerschaft, die vielleicht da auch eine Meinung zu hat und vielleicht haben wir jetzt von irgendwem den Lieblingsfilm madig gemacht. Dann freue ich mich da über eine Begründung. Ja, schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr den Film findet. Am Rande noch mal kurz, was Silvia gesagt hat, wann der Film zuletzt lief. Der lief über Ostern, ja, richtig. Am 8.4. um 0.50 Uhr bis 2.15 Uhr. Dass da jemand schläft, ist natürlich selbstverständlich. Ja. Es ist halt schwierig. Ich glaube, die Leute verdrängen vielleicht das Ende. Das hast du bei anderen oder moderneren Filmen ja vielleicht auch. Dass du halt gewisse Sachen verdrängst. Das sind halt auch die Leute, die zum Beispiel sagen, Star Wars Episode 1 verdränge ich voll und ganz. Und guck dann direkt 2, 3, 4, 5 und 6 und 7, 8 und 9 kommen mir eh nicht ins Haus, weil seitens Disney nur Geld mache. So, und das als großes Beispiel mal anzudeuten. Aber dass halt dieser Film so gerne gesehen wird und auch häufig noch wiederholt wird,
Ja, also wenn da irgendwer eine Idee hat, schreibt's in die Kommentare auf Instagram, schreibt uns auf Twitter, auf Spotify kann man jetzt auch Kommentare. Schickt uns Brieftauben. Richtig, nur nicht an Mats, weil der hat Angst davor, der öffnet die nicht. Es sei denn, ihr mögt ihn nicht, wegen dem Fazit, dann macht. Bleibt nur noch zu klären, was wir als nächstes besprechen. Wir haben uns intern ja schon besprochen. Wer sich erinnert, vor einigen Wochen, vielleicht sogar schon Monaten, haben wir mal eine kleine Abstimmung gemacht, ob wir in Zukunft auch mal Filme außerhalb des Wallace-Universums, aber aus der Zeit der Rialto-Filme besprechen sollen. Und da fiel das Feedback überwiegend so aus, dass wir ab und zu mal sowas einstreuen können. Und das wollen wir beim nächsten Mal machen. Wollen wir schon sagen, welchen Film wir besprechen? Ist ja teuflisch. Und es wird trotzdem ein Wallace. Und es wird sexy. Soll ich vielleicht den spanischen Titel noch mal raushauen? Weil ich es überhaupt nicht kann. Ist das besser als dein Französisch? El Diablo Cubino de Acasava. So, und das könnt ihr euch jetzt zusammenreimen, was das bedeuten soll. Auf jeden Fall ein Film, der, glaube ich, mehrfach... Also ein Film, der mehrfach von unseren Hörerinnen und Hörern auf jeden Fall vorgeschlagen wurde. Und dem kommen wir natürlich gerne nach. Ja. Das ist dann die Folge für den Mai. Bis dahin würden wir uns natürlich, wie gewohnt, sehr über Bewertungen bei Spotify, Apple Podcasts, wo auch immer freuen. 5 Sterne sind gerne gesehen. Gerne auch schriftliche Rezensionen bei Apple Podcasts. Und ansonsten... Und bei Spotify, da geht das jetzt ja auch. Stimmt. Zumindest auch. Stimmt, es gibt so ein neues Feature, ne? Wie fandet ihr die Folge oder so? Ja. Schreibt da doch mal was rein. Schreibt doch mal gut oder so. Ja, oder auch, wie ihr den Film fandet. Also, wenn ihr da auch irgendwelche Meinungen zu habt und wir jetzt gerade völlig falsch lagen. Oder fragt nach der Adresse, wo ihr Mats Brieftausend schickt. Das ist kein Problem. Hör mir bitte auf damit. Nord-Nordwest. Also von mir aus zumindest. Nee, Nord-Nord. Oberhalb von Norditalien. Kinderspielplatz. Ich habe ja tatsächlich einen bei mir um die Ecke. Wäre witzig, wenn er jetzt einfach irgendwann so eine Brieftaube sitzt. Naja. Ich weiß nicht, wie viel Kontrolle wir über diese Fragenfunktion bei Spotify haben. Aber vielleicht doch, du kannst volle die konkrete Kontrolle. Frage einstellen. Ja, dann lass doch vielleicht mal einstellen, warum der Film so beliebt ist heutzutage noch. Also was unsere Hörerinnen und Hörer dazu sagen. Das finde ich wirklich mal interessant. Guti, dann haben wir das. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Ich wünsche euch beiden eine gute Nacht und den Hörerinnen und Hörern das entsprechende zu der Zeit, wo sie die Folge gerade hören. Jo. Macht's gut. Jo. Ich wünsche euch was. Auf Wiedersehen. Reingehauen. Und tschüss. Dieser Podcast ist ein reines Hobbyprojekt und steht in keiner Verbindung zu den Produzenten dieser Filmserie. Alle Rechte sind den ausführenden Firmen und Personen vorbehalten. Folgt uns gerne bei Twitter unter seine_Nachbarn, bei YouTube unter seine Nachbarn auseinandergeschrieben oder bei Instagram und Facebook unter seine Nachbarn zusammengeschrieben. Lasst gerne über diese Kanäle auch Kritik, Informationen und Anregungen da. Vielen Dank fürs Zuhören.